Vielen Dank, vielen Dank. Vielen Dank für die freundlichen Vorschusslorbeeren. Ich habe also ganz fest versprochen, mich heute sehr, sehr kurz zu fassen, weil heute haben wir ganz andere Kaliber da wie ich und machen wir es kurz. Liebe Mitglieder, liebe Förderer der AfD, sehr geehrte Gäste, ich freue mich, dass Sie heute den Weg hier nach Vaihingen gefunden haben, dass Sie sich weder durch das Wetter noch durch die Stören draußen haben abhalten lassen, hierher zu kommen. Ich hoffe, es ist kein was passiert, keiner verletzt, also dann haben Sie Ihren Zweck nicht erreicht. Ich bin Wolfgang Röll und darf Sie heute im Namen der AfD-Landesgruppe Baden-Württemberg im Deutschen Bundestag hier in Stuttgart ganz herzlich begrüßen. Es müssen ein paar Dinge vorher gesagt werden, also fangen wir an. Aus gegebenen Anlass bitte ich Sie, das gilt für die anwesende Presse wie auch für private Fotoaufnahmen, keine Bilder von Zuschauern zu machen, auf denen Gesichter erkennbar sind. Alle Personen, die auf der Bühne auftreten, dürfen selbstverständlich natürlich fotografiert werden. Es ist wirklich wichtig, wir haben also schlechte Erfahrungen gemacht und wir werden das auch nicht zulassen. Und Zuwiderhandlungen werden die Leute ausgeschlossen. Wir machen dann von unserem Hausrecht Gebrauch. Wir müssen das tun. Zu Ihrer eigenen Sicherheit bitte ich Sie, die Anweisungen der Ordner und des Sicherheitsdienstes zu befolgen. Es hat sich bei unseren Veranstaltungen bewährt, dass Fragen zu den Reden immer erst am Schluss gestellt werden. Also wenn Sie Fragen haben, bitte aufheben, merken, notieren. Das unterbricht sonst den Fluss und bringt uns alle ein bisschen raus. Zum Anfang habe ich eine traurige Nachricht. Unser Abgeordneter Professor Lothar Meyer aus dem Wahlkreis Stuttgart II kann leider heute nicht bei uns sein. Er hat sich diese Woche einer Knieoperation unterziehen müssen. Dies ist aber gut verlaufen und er wird nächste Woche das Krankenhaus schon wieder verlassen können. Wir schicken herzliche Grüße von dieser Stelle aus und schade, dass er nicht dabei ist, aber vielleicht sieht er den Livestream und sieht, dass wir an ihn denken und sagen, Lothar Meyer, wär bald wieder gesund und sei dabei und deine Fähigkeiten im Verbraucherschutz, die brauchen wir auch in Stuttgart und in Berlin. Wie Lothar Meyer drauf ist, also er wäre sehr, sehr gerne hier gewesen, er kennt es auch daran, er wäre gerne hier gewesen, aber das hätte dann bedeutet, dass die Operation verschoben werden muss und er wäre dann hätte an der nächsten Plenarsitzung nicht teilnehmen können und dann hat er schweren Herzens auf diese Veranstaltung verzichtet. Also ich finde, es war ein gutes Zeichen, das nächste Mal ist er wieder dabei. Liebe Grüße, komm bald wieder und sei schnell wieder gesund. Der Bundestagsabgeordnete im Wahlkreis 1 in Stuttgart ist für die AfD-Fraktion im Bundestag Vorsitzender des Arbeitskreises Verkehr und digitale Infrastruktur sowie verkehrspolitischer Sprecher. Zusätzlich ist er Sprecher der Landesgruppe Baden-Württemberg in der Bundestagsfraktion. Als Ingenieur kämpft er seit seinem Einzug in den Bundestag für die deutsche Automobilindustrie und leidenschaftlich für den Verbrennungsmotor. Er steht für klare Worte und gegen jegliche Ideologie. Seine Reden mit hoher Kompetenz und Überzeugungskraft vorgetragen führen regelmäßig dazu, dass Abgeordnete der Altparteien ihre Inkompetenz vor Augen geführt wird. Dazu finden Sie viele Beispiele auf YouTube. Begrüßen wir hier in Stuttgart, aus Stuttgart, unseren Bundestagsabgeordneten Dr. Dirk Spaniel. Bitte. Danke. Ja, ich freue mich, Sie hier begrüßen zu dürfen, auch nochmal aus meinem Munde. Ganz besonders ist ja hier auch mein Wahlkreis. Das ist die erste Veranstaltung, die unsere Landesgruppe jetzt hier macht. Das ist ein Bürgerdialog. Wir werden auch an vielen Orten in Baden-Württemberg auftauchen, immer wieder in dem ähnlichen Format. Verschiedene Abgeordnete, die Ihnen Rede und Antwort stehen. Und wie gesagt, das ist heute nur der Auftakt und Sie werden noch einige von diesen Veranstaltungen kriegen in immer wieder unterschiedlicher Besetzung. Genaueres dazu werden wir dann vorab natürlich rechtzeitig informieren. Ja, das Thema Verkehrspolitik in Stuttgart ist ja
kann man im Moment ganz klar sagen, stark gekoppelt an diese ganze Fahrverbotsdebatte hier in Stuttgart. Und es ist auch etwas, was die Leute richtig bewegt. Und wir haben... Bitte? Aha, also offensichtlich geht da unten gerade was ab. Ich hoffe aber, dass wir hier oben von der ganzen Sache nichts mitkriegen und lassen Sie sich nicht irritieren. Wir werden uns bemühen, diese Veranstaltung ohne weitere Störungen durchzuziehen. Okay, ja, diese NOx-Debatte ist symptomatisch für eine beispiellose Panikmache und gezielte Desinformation durch einige Lobbygruppen. Einige Beispiele davon kann man Ihnen ganz klar sagen. Was soll man machen? Gibt es irgendeine Anweisung, dass wir irgendwas machen müssen? Müsst ihr mich informieren? Okay. Experten der DEKRA haben im unterirdischen Stuttgarter Bahnhof am Charlottenplatz eine Feinstaubbelastung von 100 Mikrogramm pro Kubikmeter gemessen. Das ist höher als am Neckartor. Am Hauptbahnhof... Okay, wir können das jetzt so weitermachen. Ich weiß nicht, stört Sie dieses Code 500? Also, gut, also dann machen wir so weiter. Gut. Also, das sind Beispiele. Wir haben auch am Stuttgarter Hauptbahnhof Messwerte gehabt über Feinstaub und Stickoxide. Und auch da haben wir festgestellt, dass wir durchaus an beiden Orten, sowohl im unterirdischen Bahnhof als auch in der Bahnhofsvorhalle des Hauptbahnhofs, höhere Werte gemessen haben als am Neckartor. Und ein schönes Beispiel davon, immer wieder wird es ja zitiert, 4 Adventskerzen erzeugen in wenigen Sekunden mehr Stickoxid in ihrer Wohnung als moderne Diesel-PKWs. Und diese Beispiele zeigen eigentlich, ja, das muss man sich einfach mal vergegenwärtigen, uns wird immer vorgeworfen, wir stehen nicht für saubere Luft, das ist Käse. Wir sagen nur was ganz anderes. Wir sagen, die Luft, so wie sie momentan ist, ist hinreichend sauber. Und das ist ein völlig anderer Ansatz. Und aus unserer Sicht ist das NOx-Problem, das NOx-Emissionsproblem aus dem PKW schon längst gelöst. Seit Jahren haben wir sinkende Luftschadstoffwerte. Genau genommen haben wir hier in den letzten 100 Jahren nie bessere Luft gehabt als heute. Und das zu akzeptieren und das weiter zu verarbeiten, ist einfach eine wichtige Tatsache. Das heißt also, wenn Sie rausgehen, nehmen Sie bitte nicht mit, wir sind gegen saubere Luft. Wir sagen nur, die Luft ist heute hier bereits hinreichend sauber. Das bestätigen im Übrigen auch alle Studien von Medizinern zu diesem Thema. Zum Auto kann man ganz klar sagen, es gab verschiedene Schadstoffeinstufungen, vom Euro 4 angefangen, Euro 4, Euro 5. Man hat dann die Schadstoffe immer weiter reduziert, bis hin zum Euro 6D, das aktuell der Fall ist. Der Punkt war der, dass man in Europa zwar eine relativ strikte NOx-Gesetzgebung, also Stickoxid-Gesetzgebung gemacht hat für die Städte, aber eine extrem lasche Gesetzgebung für die Fahrzeuge. Und aus diesem Grund heraus ist es in Europa zu einem Problem gekommen, dass man jetzt als Politik das Problem hat, dass man im Grunde genommen sehr lasche Abgasnormen hatte. Und diese laschen Abgasnormen führen jetzt dazu, dass ich Autos habe, denen ich eine große NOx-Emission zuschreiben kann. Im Grunde genommen hat die Politik in Deutschland oder in Europa seit 13 Jahren an dieser Stelle komplett versagt. Und in den USA haben wir seit 2004 die Abgasnormen, die wir heute hier in Deutschland haben wollen. Und das ist für uns ein ganz klares Beispiel davon, dass wir hier Probleme im Sinne von Aktionismus auf dem letzten Meter angehen. Und keineswegs ist es eine, sage ich jetzt mal, kontinuierliche Abarbeitung eines Problems gewesen. Man hätte durchaus auch vor 13 Jahren schon ganz andere Abgasnormen in Europa einführen können und dann hätten wir diese Diskussion hier überhaupt nicht. Und nur um ein Beispiel nochmal zu geben, die Messstationen, die wir hier in Stuttgart haben, die sind, das bezweifeln wir, dass die nach diesen EU-Richtlinien richtig aufgestellt sind. Und wir gehen davon aus, wenn wir diese Messstationen als repräsentative Messwerte auffassen würden, das heißt im Klartext, dass diese Messstationen so aufgestellt werden, dass sie einen repräsentativen Wert über ein größeres Gebiet darstellen, ja,
dann hätten wir diese Schadstoff- und Emissionsdiskussion überhaupt gar nicht. Und das ist auch etwas, was wir in einer Resolution zusammengefasst haben. Wir fordern ganz konkret, dass die Stationen, die hohe Luftschadstoffwerte haben, dass die überprüft werden. Das sind ja alles Worst-Case-Messstellen, also so im Prinzip gar kein Luftaustausch möglich, direkt an die Fahrbahn platziert. Und diese Diskussion wollen wir aufhebeln, indem wir sagen, wir wollen eine andere Messstation im Park, ja, auf der anderen Straßenseite. Und dann bilden wir für Fahrverbote einen Mittelwert dazu. Und es kann nicht sein, dass wir hier in Deutschland uns zum kompletten Messtrottel machen. Wir haben in Griechenland und in anderen Ländern haben wir Luftschadstoffwerte, die werden ausgewiesen als deutlich geringer als hier in Deutschland, als hier in Stuttgart. Wer von Ihnen glaubt wirklich, dass Stuttgart und Reutlingen zu den dreckigsten Städten Europas gehören? Das glaubt ja wohl kein Mensch. Und da muss man... Ja, danke. Ja. Da muss man einfach auch mal gesunden Menschenverstand walten lassen, wenn andere offensichtlich diese sehr strikte Gesetzgebung so interpretieren. Dann müssen wir eben auch etwas flexibler sein in der Aufstellung von diesen Größen. Ansonsten haben wir hier hinterher Fahrverbote und in ganz Europa gibt es keine, nur hier bei uns in Deutschland. In Hamburg treibt das Stielblüten, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Da werden zwei Straßenabschnitte gesperrt und die ganzen Lkw fahren jetzt drumherum. Und ich sage Ihnen auch, was als nächstes kommen wird. Als nächstes Mal wird man dann feststellen, dass in diesen Nachbarstraßen die Schadstoffbelastungen ansteigen. Da wird man dann eine Messstation machen und dann wird man immer weiter absperren. Das Problem wird man aber nicht lösen. In Hamburg haben wir ungefähr ein Viertel der Stickoxide, die durch Pkw verursacht werden. Und ungefähr die Hälfte der Stickoxide von ganz Hamburg wird durch den Hafen verursacht. Keiner redet darüber, dass es da ein Einfahrverbot gibt. Und diese Diskussion wird hier komplett auf dem Rücken von Ihnen ausgetragen. Was Fahrverbote in Stuttgart bedeuten, nur pro forma ist das jetzt erstmal Euro 4. Tatsächlich wird man dann feststellen, wenn man diese Diskussion dann durchgegangen ist, wird man feststellen, durch das Verbot der Euro-4-Fahrzeuge kommt gar nichts raus, hat sich gar nichts verändert an den Messwerten, dann werden die Euro-5-Fahrzeuge verboten und irgendwann die Euro-6-Fahrzeuge. Und es gibt ja einen Luftreinhalteplan von Stuttgart und der sagt ganz klar, es gibt verschiedene Maßnahmen, die man bringen kann. Eine Maßnahme ist das Umstellen auf Elektrobusse, was ja immer propagiert wird. Das kostet zwar viele, viele Millionen, weil jeder Bus ungefähr eine halbe Million kostet, also deutlich teurer ist als ein normaler Bus, aber es bringt gerade einmal 2% Stickoxidreduktion. Das heißt im Klartext, diese Maßnahme ist reine Augenwischerei. Es gibt andere Maßnahmen aus dem Luftreinhalteplan, die sind auch bewertet worden. Das Einzige, was tatsächlich momentan zum Einhalten der Messwerte in Stuttgart führen würde, wäre ein totales Fahrverbot für alle Dieselfahrzeuge. Und das sagt natürlich keiner, weil er genau weiß, was er dann damit bezwecken würde. Das Zweite wäre ungefähr eine 80-prozentige Reduktion. Man wartet einfach 3-4 Jahre, weil durch den Austausch der Flotten wird sich die Stickoxidbelastung oder die Emissionen der Fahrzeuge von ganz alleine reduzieren, ungefähr um den gleichen Wert. Das heißt, wir sehen, Sie können entweder momentan was machen, was richtig drastisch und dramatisch ist, oder Sie machen gar nichts. Weil es nämlich das Problem technisch der Fahrzeuge gelöst ist. Es war nur ein politisches Problem, dass man die Abgasnormen nicht entsprechend gestaltet hat. Am Ende des Tages kann man akut nur durch die Wahl des Standortes dieser Messstationen tatsächlich die Fahrverbote noch verhindern. Wir sind zwar dran, dass wir das auf europäischer Ebene einsteuern, dass die Grenzwerte nochmal neu diskutiert werden, aber akut können wir nur das verhindern, indem wir die Messstandort hier in Stuttgart nochmal einen weiteren dazunehmen und dann auf eine arithmetische Mittelwertbildung bestehen. Maßgeblich für die Standortwahl der Messstationen ist die Landesregierung. Die besteht aus CDU und Grünen. Morgen könnte diese Landesregierung die Diskussion mit den Fahrverboten hier in Stuttgart komplett beenden. Das Ganze ist eine Schande für die Automobilnation Deutschland. Und wer weiterhin Diesel fahren will, sollte AfD wählen. Es gibt eigentlich gar keine andere Lösung. Es sei denn, ich möchte morgen auf mein Auto verzichten. Wir fordern ein Moratorium für diese Fahrverbote, solange es keine repräsentativen Messverfahren gibt. Und wir werden Ihnen dabei helfen, sich zu wehren. Wir als AfD sagen den Autofeinden hier in Stuttgart und überall den Kampf an.
Grüne Ideologen haben unser Leben lang genug bestimmt. Aber ich muss Sie leider enttäuschen. Das Ganze ist nur ein Vorgeplänkel. Etwas kommt auf uns zu, das momentan kaum jemand auf dem Schirm hat. Und das ist nämlich eine völlig neue Gesetzgebung der EU, die im Bundestag im Prinzip durchgegangen ist, weil sie nämlich zurückverwiesen wurde an die EU, mit den Stimmen aller Parteien außer unserer. Die EU reguliert demnächst die Abgase und damit die Verbräuche der Fahrzeuge. Formal hat man dabei nur das Testverfahren geändert. Die Grenzwerte bleiben gleich. Tatsächlich ist es aber so, dass dadurch, dass das Testverfahren jetzt völlig anders funktioniert, die Verbräuche 15-30% steigen werden. Das werden Sie erstmal spüren bei Ihrer Kraftfahrzeugsteuer. Da zahlen Sie nämlich dann alle demnächst mehr, weil nämlich das Auto anders eingestuft wird. Natürlich verbraucht die Auto nicht mehr, aber es wird anders eingestuft. Und das Zweite ist dann, dass mit dieser Gesetzgebung Autos, die mehr als 4 Liter verbrauchen auf 100 Kilometer, in einem realistischen Testbetrieb drastische Strafzahlungen verursachen werden beim Hersteller. Jetzt bin ich mal frech und sage, die allermeisten von Ihnen werden kein Auto fahren, das im täglichen, alltäglichen Betrieb um die 4 Liter verbraucht. Das heißt, es drohen massive Strafzahlungen, die Hersteller an die EU zahlen werden. Ungefähr für jeden Liter mehr 2.500 Euro. Das heißt, wenn Sie ein Auto haben, das 5 Liter verbraucht, dann muss der Hersteller für dieses Auto 2.500 mehr zahlen. Wenn Sie ein Auto haben, das ungefähr 8 Liter verbraucht oder 9 Liter, dann sind das 10.000 Euro pro Auto. Opel zum Beispiel, Opel Astra, haben wir mal recherchiert, gibt es Modelle, nicht der GSI, sondern ganz normale Modelle, 1,4 Liter Turbomotor, der kostet bis zu 10.000 Euro mehr ab 2021. Diese Gesetzgebung ist im Werden. Die stoppt niemand mehr. Vielleicht stoppen wir sie, wenn wir in 2021 drankommen, aber bis dahin läuft das Ding jetzt durch. Und diese Gesetzgebung führt dazu, dass unsere Hersteller massive Strafzahlungen tätigen müssen. Sie können sich überlegen, was dann passiert. Es gibt die Möglichkeit, dass das der Hersteller für Sie übernimmt, dann ist er wahrscheinlich morgen pleite. Es gibt die Möglichkeit, dass er einen Teil dieser Strafzahlungen an Sie weitergibt, dann reduziert sich sein Gewinn und Sie zahlen mehr. Oder es gibt die Möglichkeit, und das ist die wahrscheinlichste, dass die vollständig an Sie weitergegeben wird. Und dann können Sie davon ausgehen, dass viele Leute, die sich heute einen Kleinwagen leisten können, oder fangen wir oben an, Leute, die sich heute ein Luxusklassefahrzeug leisten können, können sich dann ein Mittelklassefahrzeug leisten. Leute, die sich dann heute ein Mittelklassefahrzeug leisten können, einen Kleinwagen. Und Leute, die sich einen Kleinwagen leisten können, fahren Bus und Bahn. Und das ist auch das erklärte Ziel der EU, die Reduktion des Individualverkehrs. Und Sie denken jetzt vielleicht, okay, das könnte der Spaniel ja den anderen mal sagen. Wissen Sie was? Das muss ich denen gar nicht sagen. Da hatten wir eine öffentliche Anhörung im Bundestag genau zu diesem Thema. Und da war das genau das Ergebnis. Es gibt keine technische Möglichkeit, die Verbräuche der Fahrzeuge so zu reduzieren, dass das, was ich Ihnen eben geschildert habe, nicht ungefähr so eintritt. Das war ganz klares Ergebnis dieser öffentlichen Anhörung. Und es gab noch ein Ergebnis. Da hat sich ein IG Metall, das war eine Unterlage vom Vorstand, der IG Metall-Experte, hat sich hingestellt und hat gesagt, wenn diese Regelung so kommt, Marc, du warst dabei, wenn diese Regelung so kommt, dann lohnt es sich in Europa eigentlich nicht mehr, größere Fahrzeuge oberhalb der Golfklasse zu produzieren. Und das ist de facto das Ende der deutschen Automobilindustrie. Nee, klatschen Sie jetzt bitte nicht. Das ist das Ende der deutschen Automobilindustrie. Das müssen Sie sich mal ganz ruhig auf der Zunge zergehen lassen. Da sitzen alle Fraktionen im Deutschen Bundestag und hören das. Dann ist die Anhörung zu Ende. Dann sitze ich 2 Tage später im Kanzleramt beim Herrn Braun. Da frage ich ihn, ob er das denn weiß. Und da hat er gesagt, ja, er geht davon aus, dass die Autoindustrie das ja vielleicht schon überleben wird. Die Zulieferer werden das wahrscheinlich nicht überleben. Aber da muss man noch was machen. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Diese gnadenlose Arroganz, ja, die wir dort erlebt haben, die ist einfach gar nicht mehr zu überbieten. Und deshalb, ich finde es bedauerlich, dass wir erst in eine solche drastische Situation kommen müssen, wo wir wahrscheinlich hier in diesem Land deutlich die Verhältnisse drehen. Aber ich kann Ihnen versichern, in dem Moment, wo das absehbar sein wird, was dort passiert, da werden sich noch ganz andere Leute auf einmal für Politik interessieren. Das werden die Leute sein, die dann vielleicht nichts mehr zu tun haben oder in Abfindungsverhandlungen stehen. Die Regierungsparteien können sich im Moment nicht vorstellen, dass es einige europäische Mitgliedstaaten gibt,
die die deutsche Autoindustrie damit vielleicht ein bisschen schwächen wollen. Weil eins ist vollkommen klar, am Ende von dieser Nummer wird es schon noch Autos in Europa geben, die gebaut werden. Aber das werden tendenziell eher Kleinwagen sein. Und wer baut nochmal Kleinwagen? Das sind nicht unbedingt deutsche Autohersteller. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir erleben, unsere Politik sieht tatenlos zu, wie unsere Kernindustrie demontiert wird. Und nebenbei bemerkt, der Herr Scheuer faselt ja gerne von Lufttaxis, ja, muss man sich mal vorstellen. Und das elementare Problem, dass das, wovon wir hier alle leben, wo wir unseren Sozialstaat von finanzieren, das riskieren wir. Ich kann es nicht anders sagen, die extreme Inkompetenz der CDU-CSU führt dazu, dass linke und grüne Umweltverbände immer massiver ihre weltfremden Forderungen in Brüssel durchsetzen können. Und ich kann Ihnen auch versichern, den Kampf nehmen wir auf. Es ist ein Kampf gegen das Auto an sich. Da werden wir mit aller Macht dagegenhalten. Und ich hoffe, ich habe Ihre Unterstützung dabei. Diese Aufgabe, welche früher von CDU und FDP Und ich will zum Abschluss meiner Rede Ihnen noch einen Weg aus diesem Thema hinaus zeigen, weil das Ganze läuft ja unter der Flagge, wir müssen die CO2-Emissionen reduzieren. Die AfD hat dazu ja, sag ich mal, eine deutlich andere Position als die anderen Fraktionen. Wir sagen grundsätzlich, das Thema CO2 in Deutschland, das Weltklima, können wir nicht beeinflussen. Trotzdem, wenn man dieses Weltklima zwar nicht beeinflussen kann, wir aber die Gesetzgebung haben, innerhalb der EU, dass wir uns darauf einigen, dass CO2 eine entscheidende Rolle spielt, dann schlagen wir vor, zukünftig Benzin, Diesel und Kerosin aus synthetischen Kraftstoffen zu verwenden und entsprechend zu ermöglichen. Synthetische Kraftstoffe will ich Ihnen kurz erklären, hat vielleicht noch keiner von Ihnen gehört oder nur sehr wenige, wir haben eben gesprochen. Synthetische Kraftstoffe bedeutet nichts anderes, als dass sie Abgase und das CO2 aus der Luft nehmen, Energie hinzufügen, Strom. Und mit dieser hinzugefügten Energie erzeugen Sie einen Kraftstoff. Das heißt, diesen Kraftstoff, das ist ein ganz normaler Kraftstoff, chemisch ähnlich wie Diesel oder Benzin, können Sie an der Zapfsäule tanken. Das heißt, Sie können mit Ihrem 20 Jahre alten Auto CO2-frei fahren. Das einzige Problem ist, dieser Kraftstoff ist etwas teurer als herkömmliches, aus Rohöl hergestelltes Diesel oder Benzin. Aber wenn wir die Kernindustrie unseres Landes, die an dem Verbrennungsmotor hängt, die auch an der kompletten Herstellung von großen Fahrzeugen hängt. Wenn wir die opfern können, dann können wir auch die Mineralölsteuer etwas reduzieren. Und damit ist dieses Problem komplett vom Tisch. Die Mineralölsteuer heute umfasst, wissen Sie alle, fast 1 Euro. Das heißt, wenn Sie die etwas reduzieren, ist auf einmal dieser synthetische Kraftstoff konkurrenzfähig. Und damit ist jedes Argument für Elektromobilität, für rational denkende Menschen komplett vom Tisch. Und deshalb deshalb werden wir auch nicht locker lassen, auf dieses Thema hinzuweisen. Die Frage der Automobilindustrie mit oder ohne Verbrennungsmotoren ist vielleicht eine der Schicksalsfragen dieses Landes, wenn es um das Thema Deindustrialisierung geht. Nur durch die Existenz von hoher Wertschöpfung können wir überhaupt diesen Sozialstaat hier finanzieren. Wir werden nicht zulassen, dass man unseren Industriestaat, dieses Geschenk der vorhergehenden Generationen, auf dem Altar des Gutmenschentums opfert. Nur weil einige dieser Gutmenschen mit Glück und ihrem Wohlstand nicht zurechtkommen, haben sie nicht das Recht, die Zukunft unserer Kinder in diesem wunderschönen Land zu verspielen. Das, was morgen Tau verwehrt blieb, darf den Politikern der Altparteien in diesem Land nicht gelingen.
Die Deindustrialisierung zu verhindern, verstehe ich als meinen Auftrag in der AfD. Und dafür bitte ich Sie um Ihre Unterstützung. Vielen Dank. Vielen Dank, Dirk Spaniel. Ein Original Dirk Spaniel war das gerade. Klare Worte und klare Kante, und das dürfen Sie nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft von Ihnen erwarten. Der Name unseres schönen Landes lautet Baden-Württemberg. Kommen wir jetzt von Württemberg nach Baden. Der Bundestagsabgeordnete aus Karlsruhe ist Mitglied im Umweltausschuss sowie im Bauausschuss des Deutschen Bundestages. Er referiert über Klimaselbstbetrug der Europäer und ganz besonders der Deutschen. Zusätzlich geht es um die sozialen Auswirkungen der Energiewende und um die Wohnungsnot in Deutschland, was für viele Bürger ein immer größeres und stärkeres Problem darstellen wird. Ein Abgeordneter etwas zu sagen hat, auch über ihn, von ihm, finden Sie in YouTube interessante Beiträge, wenn Sie AfD, Bundestag, Karl der Käfer eingeben, landen Sie bei Marc Bernhard. Begrüßen wir in Stuttgart den AfD-Bundestagsabgeordneten aus der Residenzstadt Karlsruhe, Marc Bernhard. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, es ist jetzt eigentlich das erste Mal, dass ich für die AfD hier in Stuttgart spreche. Wie Sie hören, bin ich zwar Abgeordneter aus Karlsruhe und wohne in Karlsruhe, aber ursprünglich komme ich aus Ulm, bin also auch Schwabe. Von daher verbinde ich die beiden Landesteile, glaube ich, sehr gut. Also ich denke, vor 20 Jahren wäre es noch schwierig gewesen, als Schwabe aus der badischen Hauptstadt nach Berlin geschickt zu werden. Von daher sieht man, Baden-Württemberg ist gut zusammengewachsen und ich freue mich, heute bei Ihnen zu sein. Liebe Freunde, haben wir noch alles unter Kontrolle? Oder haben wir die Kontrolle über unser Land bereits verloren? Das ist die Frage, die wir uns stellen sollten. Denn haben wir noch alles unter Kontrolle hinsichtlich unserer Kultur, unserer Tradition, unserer Religion und unserem Erbe? Wenn wir Schweinefleisch in Schulen und Kindergärten von der Speisekarte nehmen, wenn Kantinen stolz verkünden, bei uns gibt es nur noch Halalfleisch, also Fleisch von Tieren, die zu Tode geblutet wurden, wenn St. Martin nicht mehr St. Martin heißt, sondern Lichterfest, wenn keine Kreuze mehr in öffentlichen Gebäuden hängen dürfen, während gleichzeitig in der libyschen Wüste Menschen geköpft werden, weil sie sich weigern, das Kreuz abzulegen, und unsere obersten Bischöfe aus falsch verstandener Toleranz ihr Kreuz ablegen vor Muslimen, oder wenn Richter im Gerichtssaal das Kreuz abhängen, um muslimische Angeklagte nicht, weiß ich nicht, zu beleidigen oder zu beeindrucken. Wenn verlieren wir nicht die Kontrolle über unser Land, wenn die Eltern von der Schulleitung aufgefordert werden, dass sich ihre Töchter nicht so aufreizend anziehen sollen, weil der Schulweg zufälligerweise an einem Asylbewerberheim vorbeiführt? Verlieren wir nicht die Kontrolle über unsere Sprache, wenn sie verhunzt wird, wenn aus Fußgänger zu Fußgehende werden, wenn aus Mitarbeitern Mitarbeitende werden, wenn aus Studentenwerk Studierendenwerk wird und zum Beispiel das alleine in Karlsruhe, nur die Umbenennung Studentenwerk in Studierendenwerk, 400.000 Euro kostet, weil man alle Schriftzüge verändern muss, alle Schilder umbauen muss. Also ich glaube nicht, dass das viel mit Gleichberechtigung von Mann und Frau zu tun hat. Haben wir noch die Kontrolle über unsere Werte und unsere Demokratie? Und dann kommen wir nämlich zu Gleichberechtigung. Wenn die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau von sogenannten Neubürgern fast unwidersprochen in Frage gestellt wird, wenn Männer in Deutschland jetzt mehrere Ehefrauen haben können und dies ihnen dann noch vom Staat, also von ihren Steuergeldern bezahlt wird, wie beispielsweise der Fall in Rheinland-Pfalz, wo ein Mann vier Ehefrauen und über 20 Kinder hat
und dafür jährlich vom Staat, von Ihren Steuergeldern 360.000 Euro bekommt. Also überlegen Sie mal, wenn Sie 360.000 Euro netto haben, müssten Sie mal 720.000 Euro im Jahr verdienen. Also müssen Sie mal überlegen, wie viele von Ihnen jeden Tag zur Arbeit gehen müssen, jeden Tag Steuern zahlen müssen, um diese Familie durchzufüttern. Und damit, meine sehr geehrten Damen und Herren, damit muss endlich Schluss sein. Und haben wir überhaupt noch die Kontrolle über unser Land, wenn beispielsweise die FDP im Bundestag den Sehschlitz in der Burka als Möglichkeit dieser Frauen einen Blick in eine andere Welt zu werfen preist und mit dieser Begründung unseren Antrag auf ein Burka-Verbot in Deutschland ablehnt, meine sehr geehrten Damen und Herren? Was? Sie müssen sich mal vorstellen, ein Burka-Verbot gibt es sogar in Marokko, in einem islamischen Land wie Marokko, unproblematisch ein Burka-Verbot verkündet. Ein Burka-Verbot gibt es in Frankreich, ein Burka-Verbot gibt es in Holland. Aber in Deutschland wird mit aberwitzigen Begründungen, erstens mal werden hier Frauen unterdrückt, die Gleichberechtigung auf dem Altar von Multikulti geopfert. Und auch damit muss Schluss sein, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und haben wir wirklich noch alles unter Kontrolle, wenn Freiheit und Gleichberechtigung von Homosexuellen beispielsweise gefährdet ist? In Berlin werden sie verfolgt. In Dortmund wollte man einen Transsexuellen sogar steinigen. Und vor allem haben wir noch alles unter Kontrolle, wenn wir praktisch den Verlust der Religionsfreiheit zu beklagen haben? Denn als Jude können Sie nicht zeigen, dass Sie Jude sind oder mit Kippa durch Berlin laufen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und wir wollen nicht, dass Deutschland dem Beispiel Frankreichs folgt, wo in den letzten Jahren 40.000 Juden geflohen sind vor der muslimischen Invasion und von der Religionsfreiheit, die dort eben nicht mehr vorhanden ist. Und deshalb verspreche ich Ihnen, dass wir, die AfD, alles dafür tun werden, dass Juden nie wieder aus unserem Land fliehen müssen. Und wir setzen uns auch dafür ein, denn was in unserem Land derzeit passiert, ist wirklich skandalös. Unsere Regierung sorgt mit ihrer Politik dafür, dass unsere Bürger, dass Bürger, die hier schon länger leben und Jahrzehnte in Gemeindewohnungen und in die Kassen einbezahlt haben, die 40 Jahre und länger in die Sozialkassen einbezahlt haben, stets ihre Steuern bezahlt haben, aus ihren Wohnungen geworfen werden, um dort Menschen einzuquartieren, die noch nie einen Finger für dieses Land krumm gemacht haben. Und damit muss auch Schluss sein. Kanzlerin Merkel verspricht 6 Milliarden Euro für 1,5 Millionen Wohnungen. Haben Sie sich schon mal ausgerechnet, wie viel das ist? Das sind 4.000 Euro pro Wohnung. Wie viel Platz kriegen Sie denn hier davon in Stuttgart? Also wenn Sie Glück haben, einen Quadratmeter. Einen Quadratmeter, das ist die Unterstützung der Bundesregierung, um die Wohnungsnot in diesem Land zu lindern, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das ist ein Witz, das ist ein Witz und das muss dringend geändert werden. Aber das viel Schlimmere an diesem Thema ist, für wen sind denn diese Wohnungen? Für wen sind denn diese Wohnungen? 1,5 Millionen Wohnungen. Wir wissen, dass wir mindestens 1 Million davon für die 2 Millionen illegalen Zuwanderer, die die Regierung die letzten 3 Jahre ins Land gebracht hat, gebraucht werden. 2 Millionen Menschen müssen irgendwo untergebracht werden. Die durchschnittliche Haushaltsgröße in Deutschland ist 2 Personen. Also brauchen Sie rund 1 Million Wohnungen allein für diese illegalen Zuwanderer. Jetzt geht die ganze Geschichte weiter.
die weiteren 500.000, die da noch geplant sind, also wo die Bundesregierung einen Quadratmeter davon bezahlt, um es mal klar nochmal zu formulieren, bei den weiteren 500.000 Wohnungen, die reichen ja nicht mal für den Familiennachzug, geschweige denn für die weitere illegale Migration, wenn diese nicht gestoppt wird. Was wir also hier erleben in unserem Land, die Bundesregierung spielt die deutsche Bevölkerung und die Flüchtlinge auf dem Wohnungsmarkt gegeneinander aus. Und der grüne Tübinger Oberbürgermeister Palmer hat vor kurzem klargestellt, wie absurd das Ganze ist, indem er nämlich ausgeführt hat, also kein AfD-Politiker, sondern der grüne OB Palmer: rechtlich bin ich verpflichtet, für die Flüchtlinge zu bauen. Es ist eine kommunale Aufgabe. Ich muss denen eine Wohnung bereitstellen. Ich bin rechtlich aber nicht verpflichtet, es für sie, in Klammer, die schon länger hier Wohnenden, zu tun. So ist die Rechtslage. Und genau die Städte und Kommunen in Deutschland nehmen die Rechtslage ernst und setzen ihre eigenen Bürger auf die Straße, um Flüchtlingen Wohnraum zu verschaffen. Wie zum Beispiel, wie bitte? Naja, wie zum Beispiel in der nordrhein-westfälischen Stadt Nieheim, wo zwei Frauen von der Stadt die Wohnung gekündigt wurde, um dort Flüchtlinge einzuquartieren. Dabei wurde auch Beate C., eine alleinerziehende Mutter, und ihre beiden Töchter nach 23 Jahren von der Stadt einfach vor die Tür gesetzt. Noch schlimmer ging es der schwerkranken Angela O., die aus ihrer Wohnung ausziehen musste und in der Kürze der Zeit keine passende Wohnung finden konnte. Ihr blieb nichts anderes übrig, als in ein Flüchtlingsheim zu ziehen. Ja, warten Sie mal ab, und als sei das noch nicht schlimm genug, wurde die 60-jährige Frau von einem 22-jährigen afrikanischen Flüchtling brutal in der Unterkunft vergewaltigt. Und dieses Leid wäre der 60-Jährigen erspart geblieben, wenn Frau Merkel früher für die hier schon länger Lebenden eingesetzt hätte und für Wohnungen gesorgt hätte, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das sind keine Einzelfälle. Städte und Kommunen kündigen schon länger hier Wohnenden, um diese gegen Flüchtlinge auszutauschen. Rechtlich problematisch und politisch katastrophal, so die Kritik des Mieterschutzbundes. Unsere Antwort darauf ist ganz einfach. Wer es in 13 Jahren nicht schafft, den eigenen Menschen bezahlbaren Wohnraum und ein Dach über dem Kopf zu garantieren, der hat seinen Amtseid nicht ernst genommen und sollte daher sofort zurücktreten. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, haben wir noch alles unter Kontrolle? Wenn wir wegen der Energiewende wie der Grüne baden-württembergische Umweltminister Untersteller sagt, ab 2019 mit Blackouts in Baden-Württemberg rechnen müssen. Also ein Blackout ist nicht mal ein Stromausfall für eine Viertelstunde oder für eine halbe Stunde, sondern wir reden dann von einer Woche, von mehreren Millionen Menschen, die keinen Strom haben. Das ist die Geschichte mit dem Blackout, weil wir haben folgendes Problem. Das Stromnetz funktioniert nur so lange, wenn immer genau so viel Strom im Netz ist, wie gerade gebraucht wird. Also was die grüne Parteivorsitzende sagt, wir können unseren Windstrom im Stromnetz speichern, ist der größte Blödsinn, den es auf Gottes Erdboden gibt. Denn in einem Stromnetz, ein Stromnetz muss immer genauso viel Strom haben, wie gerade gebraucht wird. Ist zu viel drin, bricht das Stromnetz zusammen. Ist zu wenig Strom im Netz, bricht es auch zusammen. Und wenn man dann noch weiß, dass nur 1% der Windenergie immer zur Verfügung stehen, wir also für eine 99-prozentige Redundanz sorgen müssen. Das heißt, Sie müssen neben jedes Windkraftwerk ein konventionelles Kraftwerk stellen. Das heißt ein Kernkraftwerk, ein Kohlekraftwerk oder ein Gaskraftwerk. Sonst kommt es zu diesen Blackouts. Sie müssen 99% der Windenergie
ausgleichen, um diese Blackouts zu verhindern. Und was macht unsere Bundesregierung, also der Untersteller von den Grünen, der baden-württembergische Umweltminister, jammert schon seit 5 Jahren, also selber die Energiewende betreiben, aber seit 5 Jahren bei der Bundesregierung rumjammern, tut doch endlich was, sonst kommen die Blackouts in Baden-Württemberg, tut doch bitte endlich was. Aber gleichzeitig dafür sorgen, Kernkraftwerke abschalten, gleichzeitig alle Kohlekraftwerke abschalten. Ja, wo soll die Energie herkommen? Aus der Steckdose oder was? Also, das ist eigentlich die Ideologie, alles abschalten, aber und gleichzeitig, dann sagen sie, Gaskraftwerke bauen. Erstens mal wissen wir, die Genehmigungsverfahren in Deutschland dauern etliche Jahre, bis die alle gebaut werden. Und wo soll das Gas herkommen? Weil die Grünen sind ja gegen Nord Stream, also die Gaspipeline aus Russland, die soll auch nicht gebaut werden. Also wo soll der Strom herkommen? Also, unsere Regierung im Verbund mit den Grünen riskieren Blackouts. Und das Institut für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag geht davon aus, dass wenn diese Blackouts kommen, es mehrere tausend Tote geben wird. Sie können sich das auch einfach vorstellen. Was können Sie denn ohne Strom? Diese Blackouts passieren in der Regel im Winter, wenn es kalt ist. Weil dann nämlich zu wenig Strom im Netz ist. Und dann stellen Sie sich mal vor, kein Strom mehr. Sie können nicht heizen. Sie können nicht mehr telefonieren. Sie können auch die Polizei nicht anrufen, wenn gerade bei Ihnen eingebrochen wird. Sie können gar nichts mehr machen. Sie können nicht mehr tanken, weil ohne Strom funktionieren die Tankstellen nicht. Und irgendwann gehen auch die Notstromaggregate der Krankenhäuser aus. Und dann können die nicht operieren, weil klar, natürlich haben die Notstromaggregate, die vielleicht für 1-2 Tage entsprechend Vorräte haben, aber sicherlich nicht für mehr. Das ist die Thematik und das ist es, was hier riskiert wird, die Sicherheit der Bürger und damit muss Schluss sein, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und dann wird uns die sogenannte Energiewende angepriesen. Sie haben es vielleicht gehört, am 1. Januar großer Jubel, endlich wurde aus sogenannten regenerativen Energiequellen mehr Strom erzeugt als aus konventionellen. 1. Januar wurde heiß bejubelt. Aber wissen Sie eigentlich, was Sie das gekostet hat? Sie, jeden einzelnen von Ihnen als Stromkunden, 23 Millionen Euro hat Ihnen, wurden einfach von Ihrem Geld, wurden an diesem Tag einfach verbrannt. Weil alle konventionellen Kraftwerke mussten runtergeregelt werden, damit die ganze Windenergie nicht dafür sorgt, dass das Netz zusammenbricht, weil dann plötzlich zu viel Strom im Netz war. Und dann hat es aber noch nicht gereicht. Das hat 18 Millionen Euro gekostet. Dann hat es aber noch nicht gereicht. Dann mussten wir unsere Nachbarländern anbetteln und bitten und betteln, dass sie bitte, bitte für 5 Millionen Euro uns den überschüssigen Strom abnehmen. Das ist der Witz. Wir haben ins Ausland 5 Millionen Euro dafür zahlen müssen, dass sie bitte, bitte unseren Strom nehmen, damit bei uns das Stromnetz nicht zusammenbricht. Und das ist die sogenannte Energiewende. Und da brauchen Sie sich nicht wundern, dass wir in Deutschland, weil die Energiewende kostet uns, hat uns übrigens letztes Jahr 27 Milliarden Euro gekostet. 27 Milliarden Euro. Da brauchen Sie sich nicht wundern, dass wir in Deutschland die höchsten Strompreise haben. Und wozu führen diese höchsten Strompreise? Die Strompreise führen dazu, dass immer mehr Menschen sich den Strom nicht leisten können. Dass die Wohnung kalt bleibt, dass der Herd kalt bleibt, dass das Licht ausbleibt. 350.000 Haushalten wird jedes Jahr der Strom abgestellt. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist wirklich eine Schande in einem Land, in dem vor wenigen Wochen der Bundestag, die Bundestagsmehrheit mit einem Federstrich 54 Milliarden Euro an Griechenland verschenkt hat und im Jahr 2017 50 Milliarden Euro für Flüchtlinge ausgegeben hat, aber den eigenen Bürger den Strom abstellt. Ich meine, Sie selber spüren es ja auch, wenn Sie durch die Stadt gehen. Der Kontrollverlust ist eigentlich in allen Bereichen aktuell. Der Kontrollverlust bei der Sicherheitslage im Land,
Frauen fühlen sich nicht mehr sicher. Früher war das normal, dass eine Frau auch nachts oder abends joggen gehen konnte, allein durch die Stadt gehen konnte. Ist noch nicht so lange her. Es ist noch nicht so lange her. Heute verweigert sie das. Deswegen ist auch ein Grund, warum wahrscheinlich die Kriminalitätsrate sinkt. Die Menschen gehen halt nachts nicht mehr raus. Dann können sie nicht mehr überfallen werden. Das ist einfach Vermeidungsverhalten. Wir stellen unser Leben um. Wegen der verfehlten und vermurksten Zuwanderungspolitik dieser Regierung. Und damit muss Schluss sein. Wir sehen es auch bei jedem Volksfest, bei unseren Weihnachtsmärkten in Form von sogenannten Merkel-Pollern, dass wir Schritt für Schritt die Kontrolle in unserem Land verlieren. Wir merken es auch, dass es notwendig ist, wie wir heute sehen, mit einem massiven Polizeiaufgebot die Versammlung einer demokratischen Partei zu schützen. Daran sehen wir, dass wir die Kontrolle über unsere Demokratie verlieren, meine sehr geehrten Damen und Herren. Liebe Freunde, meine sehr geehrten Damen und Herren, wie Sie sehen, verlieren wir Schritt für Schritt die Kontrolle über unser Land. Und daher ist es wichtig, dass wir mit voller Kraft gegensteuern. Es geht um nicht weniger als die Zukunft, unsere Zukunft und um die Zukunft unserer Kinder. Und vor allem um das Erbe, das wir unseren Kindern übergeben wollen. Wir, die AfD, sind die einzige Partei in Deutschland, die für diesen fundamentalen Kurswechsel kämpft. Daher gilt eines: Scheitern wir, scheitert die Zukunft unserer Kinder. Und das wird nicht passieren, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und genau deshalb verspreche ich Ihnen auch, wir, die AfD-Bundestagsfraktion, werden alles dafür tun, das Ruder in Deutschland herumzureißen und dafür zu sorgen, dass nach der nächsten Bundestagswahl die deutsche Regierung wieder Politik getreu der Inschrift über dem Eingang des Reichstages zum Wohle des deutschen Volkes macht. Und deshalb, liebe Freunde, lassen Sie uns fest zusammenstehen und gemeinsam die Zukunft unserer Kinder und unseres Vaterlandes sichern. Herzlichen Dank. Marc Bernhard aus Baden und Württemberg, kämpferisch für Sie, für uns alle, selbst für die, die draußen stehen und lärmen, weil für die kämpfen wir auch mit, weil auch für deren Zukunft, was die gar nicht bemerkt haben, was sie eigentlich anrichten. Vor fast einem Jahr, am 8. August, vor fast einem Jahr, am 8. August 2017, war Alice Weidel das letzte Mal zu Gast hier in Stuttgart, genau in dieser Halle. Seither ist viel passiert. Deutschland hat wieder eine starke Opposition bekommen, die AfD. Phoenix erzielt dank der AfD immer neue Einschaltrekorde. Ja, ist so. Bürger können sich dadurch endlich wieder ungefiltert selbst ein Bild unserer Partei machen. Für viele Abgeordnete Altparteien, die es nicht gewohnt waren, im Parlament mit der Realität konfrontiert zu werden, wird es immer ungemütlicher. Fehlende Argumente können nicht durch Pöbeleien ersetzt werden. Das merken alle Zuschauer, die Bundestagsdebatten verfolgen. Live. Nicht im Zusammenschnitt von ARD und ZDF. Da sieht es dann wieder ein bisschen anders aus. Intoleranz und Realitätsverweigerung hat einen neuen Namen. Anton Hofreiter.
Durch seine verbalen Ausfälle beweist er die komplette Abwesenheit gesunden Menschenverstandes. Vielen Dank der AfD-Fraktion, welche die Defizite, die Lügen der Merkel-tragenden Kaste immer wieder schonungslos aufdeckt und anprangert. Unsere Abgeordneten haben Kompetenz und Stehvermögen bewiesen. Sie haben eine Frischzellenkur in den dahinsiechenden Bundestag gebracht. Das beste Beispiel dafür ist eine Frau, der es immer wieder gelingt, pointiert, mit Kompetenz, kühlem Kopf und heißem Herzen die Altparteien zu stellen, sie in Rage zu bringen und vor sich herzutreiben. Ich freue mich sehr, dass sie heute wieder bei uns in Stuttgart ist. Begrüßen Sie ganz herzlich die Vorsitzende der AfD-Bundesfraktion und Oppositionsführung im Deutschen Bundestag, Frau Dr. Alice Weidel. Schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Schön, dass Sie alle gekommen sind und alle so zahlreich hier heute Abend erschienen sind. Es ist mir eine ganz große Freude, hier heute wieder in Stuttgart sein zu dürfen, Herr Röll. Ich habe nämlich heute auch nachgeguckt, wann ich das letzte Mal hier in dieser Halle war. Es ist der 7. August gewesen und ich freue mich so unwahrscheinlich, wieder hier heute zu Ihnen sprechen zu dürfen und möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie heute Abend gekommen sind, dass Sie sich durch die eierwerfenden Krawallmacher da draußen die Bildungsbomben durchgetraut haben und den Weg hier zur AfD gefunden haben, um einfach mal der Arbeit der Bundestagsfraktion zu lauschen. Da würde ich nämlich sehr gerne einen Überblick geben und da stelle ich erstmal vorab die Frage, sind Sie zufrieden mit der Arbeit der AfD-Bundestagsfraktion? Also heißt das ja. Das können Sie auch sein. Denn Sie haben es gerade schon durch die Vorredner auch gesehen. Wir haben sehr, sehr kompetente Abgeordnete in den Bundestag geschickt. Und das haben Sie gemacht. Und darum bin ich im Übrigen heute auch hier. Denn bei dem ganzen Trubel, wir haben es gehört, 7. August, Wahlkampf, Konstituierung der Fraktion, Konstituierung des Bundestages, Regierungsbildung, das ganze Theater, das ganze Hin und Her, da müssen wir uns auch die Zeit nehmen, um auch einfach mal den Rückblick zu machen. Und den möchte ich hier gerne mit Ihnen vornehmen. Und ich möchte als erstes Ihnen ein ganz großes Dankeschön sagen an die vielen ehrenamtlichen Mitglieder, Helfer und Förderer. Die Mitglieder, die an den Infoständen stehen, die die Plakate aufhängen, die die gesamte Basisarbeit machen. Ohne sie wäre dieser Erfolg nicht möglich. Und sie machen ihn erst möglich. Und das können Sie glauben, das vergessen wir, das vergesse ich nicht. Denn ohne Sie wäre das alles nicht möglich, wäre der Erfolg der AfD so nicht möglich. Denn es ist ja so, am 24.09. wurden wir mit 12,6% in den Bundestag gewählt. Wir stehen heute bei 17,5% und sind zweitstärkste Kraft in Deutschland. Wir haben die SPD abgehängt. Die ist da unten und wir sind da oben. Zweitstärkste Kraft.
Und das ist die Arbeit, das sind die Früchte unserer aller Arbeit, der vielen Ehrenamtlichen, der 32.000 Mitglieder der AfD, Tendenz steigend. Das ist unser aller Arbeit. Vielen herzlichen Dank dafür, dass Sie das alles möglich gemacht haben. Und wir werden genauso weitermachen. Wir haben nächstes Jahr ein super Wahljahr mit Sachsen, Thüringen und Brandenburg, mit der Chance, Ministerpräsidenten zu stellen. Und wir haben dieses Jahr die Chance, in Bayern die CSU auf ihren Platz zu verweisen, wo sie hingehört. Nämlich. Obwohl ich sagen muss, der Seehofer, der tut mir ein bisschen leid. Der sieht neuerdings sehr müde aus, so ein bisschen auch zerzaust, als er da auch auf der Regierungsbank da gesessen hat. Meine Güte, die tun einem ja fast schon leid. Also wenn sie nicht so viel verbocken würde, da würde ich wirklich, da spielt bei mir manchmal auch so die menschliche Empathie da auch mir rein und macht mir dann auch einen Strich durch die Rechnung, weil die Leute können mir einfach nur leid tun. Aber wenn man dann die politische Komponente sieht, die CSU, die ja jetzt ihr Superwahljahr erleben wird in Bayern, hat über Jahre hinweg die Politik, die komplett rechtswidrige Politik der Regierung Merkel mitgetragen. Die sollen noch gar nicht mal so tun und rumjammern. Der gesamte Koalitionsstreit, das kann ich Ihnen sagen, ist nichts anderes als eine Ankündigungspolitik ohne Folgen, ein Betrug am Wähler und am Bürger. Und eins kann ich Ihnen sagen: Die AfD wird mit ihren Anträgen, die AfD-Bundestagsfraktion, mit ihren Anträgen werden wir die anderen vor uns hertreiben und vor allen Dingen die CSU in eine Positionierung hineinzwingen, die ihr komplett um die Ohren fliegen wird. Denn die CSU hat beispielsweise im Dezember unserem Antrag einer umfassenden Grenzsicherung und Grenzkontrolle nicht zugestimmt. Was steht im Masterplan? Ja, vielleicht mal an drei Grenzübergängen da Kontrollen einzuziehen. Aber so machen wir Oppositionsarbeit. Wir stellen Anträge, wir stellen Gesetzesinitiativen vor, denen die anderen in ihrer Ankündigungspolitik, vor allem auch die SPD, zustimmen müssten, sie es aber nicht tun. Und was besonders wehtut, ist dann, wenn wir namentliche Abstimmungen fordern und die einzelnen Abgeordneten in ihre Positionierung hineinzwingen, sodass sie ordentlich Druck in ihrem Wahlkreis kriegen. Und wir werden das Ergebnis unserer Arbeit in Bayern bei den Landtagswahlen und in Hessen sehen. Und darauf können wir uns alle freuen. Ich wollte ihm aber auch mal so ein bisschen erzählen, was wir so gemacht haben. Also, am 24.09. ist ja der große Jubel bei uns ausgebrochen, 12,6%. Und das Ganze war eigentlich noch Wochen vorher gar nicht mal so sicher. Der eine oder andere mag sich noch an die Umfragewerte so im Juni und auch noch im Juli letzten Jahres erinnern. Die waren nämlich gar nicht so gut. Wir waren bei Allensbach bei 6,5%, teilweise in größeren Landesverbänden wackelige Landeslisten. Also da sind Alexander Gauland und ich sehr nervös geworden und haben uns dann eben auch in Strategiesitzungen zusammengesetzt, wie wir denn eigentlich diesen Trend nach oben hin durchbrechen können, einerseits. Und das Zweite, das Schweige, ja, ich hätte jetzt gesagt das Schweigekartell, aber diese Schweigespirale rund um die AfD. Denn wir dürfen eins nicht vergessen, wir sind heute auf einer Welle des Erfolges. Letztes Jahr sah das noch ganz anders aus. Wir mussten uns da rausarbeiten im Wahlkampf. Und die AfD wurde totgeschwiegen. Bei
bei 6,5% bis zu 8% ist das hochproblematisch gewesen. Heute, wenn wir nicht mehr zu Talkshows eingeladen werden, ja, ich meine, dann ist das schon sehr ärgerlich, aber bei 17,5% ist das eigentlich schon eher selbstentlarvend für die Intendanten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ich frage mich auch manchmal, ob sie sich darüber nicht im Klaren sind, dass sie sich am letzten Ende des Tages selber ins Knie schießen, denn lange wird das nicht durchhaltbar sein. Ich bin da immer sehr entspannt. Dann sollen doch einfach Herr Jali, Anne Will und Frau Illner miteinander und Frau Slomka miteinander diskutieren. Also da kann man ganz entspannt zugucken, da wird man nichts verpassen. Und die Leute, die hier schalten, auch nicht mehr ein. Aber das Problem war tatsächlich im letzten Jahr, das war ja der erste Bundestags, also der richtige Bundestagswahlkampf, den wir da geführt haben, mit viel mehr Kraft als den ersten 2013. Und es ging um sehr viel. Und da haben wir uns Gedanken gemacht, meine Güte, wie können wir eigentlich diese Schweigespirale durchbrechen? Und haben dann eben auch 6 Pressekonferenzen auch geplant, neben unseren gesamten Wahlkampfauftritten, 6 Pressekonferenzen zu Kernthemen unseres Wahlprogrammes, die wir dann noch vorher definiert hatten. Es ging um Energiewende, es ging um Kriminalität, es ging um die Einführung der direkten Demokratie und das haben wir auch recht gut so hinbekommen. Und dann fing das eben langsam an, dass wir auch wieder vorgekommen sind, weil man kann eben nicht Pressekonferenzen in Berlin von der AfD, konnte man nicht dauerhaft ignorieren. So haben wir uns dann vorgearbeitet, neben den Tausenden von Kilometern, die wir am Wochenende gefahren sind und den 2 bis 3 Veranstaltungen, die wir pro Tag hier absolviert haben. Also da auch Respekt und Bewunderung für meinen Fraktionskollegen, den lieben Alexander Gauland. Ich kann Ihnen sagen, wir kommen so unwahrscheinlich gut miteinander klar. Ich habe ihn unwahrscheinlich gerne und das geht richtig gut an. Im Fraktionsvorstand ist eine sehr gute Atmosphäre, in der Fraktion auch. Und der ganze Laden wird zusammengehalten und dafür werden wir schon sorgen. Und wir gucken sehr optimistisch nach vorne. Darauf können Sie sich verlassen. Mit 12,6% Einzug in den Bundestag am 24.09. Wir hatten nicht viel Zeit zum Feiern, denn während alle anderen Parteien sich da in irgendeiner Form zerlegt haben oder sich auch nicht im Klaren waren über die Regierungsbildung, haben wir uns direkt am Tag 2, am 26.09. haben wir uns konstituiert als Fraktion. Wir hatten über 48 Stunden hatten wir eine Fraktionssitzung, also eben an 2 Tagen. Und am Tag 1, am Dienstag, haben wir den geschäftsführenden Rumpfvorstand gewählt, also die 2 Fraktionsvorsitzenden plus die 4 parlamentarischen Geschäftsführer, um überhaupt geschäftsfähig sein zu können. Geschäftsfähig heißt, eine Fraktion, die neu zu gründen ist, das wird nämlich immer vergessen und das wird auch gar nicht gesehen. Die Bürger, die sehen uns im Fernsehen, bei Phoenix, bei Debatten, aber was wir ja auch noch parallel jetzt gemacht haben, ist eine komplette Bundestagsfraktionsverwaltung aufgebaut zu haben. Und das ging dann eben nur mit einem Rumpfvorstand beispielsweise um, ich sag jetzt mal, Kontovollmachten zu unterschreiben. Am Tag 1 sind wir dann aus der Fraktionssitzung raus, Alexander Gauland und ich hatten ein Treffen mit der Volksbank Berlin und haben da erstmal die Verträge für die Fraktionen unterschrieben. Und mit unserer Unterschrift habe ich dann nur zu ihm gesagt, meine Güte, Herr Gauland, jetzt haften wir für alles hier. Wir sind juristisch und wirtschaftlich für diesen ganzen Laden hier verantwortlich. Da wollen wir doch besser mal eine Versicherung abschließen für den Fall der Fälle, weil ansonsten kann das sehr schmerzvoll sein. Also einfach nur, dass Sie das mal gehört haben, was so alles dahinter steckt. Dann wieder rein in die Fraktionssitzung, am nächsten Tag die Vize dann auch gewählt und uns auch eine Arbeitsordnung gegeben. Und das Ganze ging dann ebenso weiter. Heute zählt die AfD-Bundestagsfraktionsverwaltung rund 120 Leute. Die letzte Stufe ist gewesen, die Fachreferenten mit einzustellen. Und vorgeschaltet war eben, ja, was man eben auch in einer Firma hat.
einen Geschäftsführer einzustellen, eine Personalabteilung aufzubauen, eine IT-Abteilung aufzubauen, Rechnungslegung, Controlling, das alles ist in diesem Apparat drin und das alles parallel zu diesem gesamten neuen politischen Betrieb. Und da muss ich auch sagen, da haben auch unsere Abgeordneten unwahrscheinlich gute Arbeit geleistet. Mit viel Disziplin geht ihr da voran. Also auch Dankeschön an eure Arbeit. So, und die AfD-Bundestagsfraktion, die war ja eigentlich schon arbeitsfähig vor der Konstituierung des Bundestages. Auch da haben sich die Regierungsparteien viel Zeit gelassen. Die Konstituierung ist ja auch erst einen Monat danach gewesen, am 24.10. im Übrigen. Bis dahin waren wir schon voll arbeitsfähig und hatten sogar schon unsere Arbeitskreise geschnitten, obwohl die Bundesministerien in ihrem Zuschnitt noch nicht klar waren. Die sind erst klar ab Regierungsbildung. Und da wir ja wissen, dass die Kanzlerin es doch tatsächlich geschafft hat, die längste Regierungsbildung in der Historie der Bundesrepublik Deutschland hinzubekommen, und zwar mit über 5 Monaten, also fast einem halben Jahr, man muss sich mal vorstellen, was das den Steuerzahler gekostet hat, waren wir schon lange arbeitsfähig, haben lange unsere Anträge, Gesetzesinitiativen geschrieben, die wir schon im November vortragen konnten, und wir haben eine Antragsgesetzespipeline bis Mitte nächsten Jahres. Also, wir nehmen die anderen Fraktionen richtig unter Feuer und Sie können sich freuen. Im Zuge der Landtagswahlen in diesem Jahr werden wir Anträge stellen, denen die CSU eigentlich zustimmen müsste. Als wunderbar christlich-konservative Partei werden sie natürlich nicht tun. Und auch das wird Ihnen nochmal zusätzlich auf die Füße fallen, wenn es dann zu den Wahlurnen im bayerischen Landtagswahlkampf geht. Und darauf freue ich mich. Also, wir ziehen da alle Register des gesamten Instrumentariums, Gesetzesinitiativen, Anträge, Regierungsbefragungen, kleine Anfragen, da können wir noch ein bisschen besser werden, da kann mehr kommen. Das ist auch, das habe ich jetzt schon öfters mal gehört, die Linken, die sind da führend bei den kleinen Anfragen. Ich sage, ja, Moment mal. Also erstmal sind wir deutlich größer als Fraktion, erstens, und zweitens haben wir einen kompletten Apparat, der parallel aufzubauen ist, und drittens haben unsere Abgeordneten nämlich vorher gearbeitet, sind Quereinsteiger in den Bundestag, und zwar alle zusammen, und da darf man doch auch mal Zeit finden, sich einzufinden, wenn man nämlich vorher was anderes gemacht hat und weiß, wo die wirtschaftliche Wertschöpfung herkommt. Aber man muss sich ja teilweise auch die anderen Fraktionen angucken. Also selbst in der Regierung sitzen allein 3 Bundesminister, die noch nie in einem Beruf gearbeitet haben, außerhalb der Politik. Das muss man sich mal vorstellen. Was will uns denn irgendein Arbeitsminister erzählen über die Verhältnisse am deutschen Arbeitsmarkt, wenn er noch nie eine Lohnabrechnung gesehen hat, brutto, netto, und dann ein Rentenbescheid. Ein Rentenbescheid müssen die mal sehen. Da frage ich mich immer, was mit denen eigentlich los ist. Die wollen die Politik machen. Wie soll das gehen? Müssen eigentlich mal so einen Rentenbescheid da unterschieben an der Regierungsbank. So schön austeilen, weil die AfD hat ja hier eine ganz klare Positionierung. Und das sage ich auch. Entschuldigung, Politiker müssen... Wir alle müssen in eine Rentenkasse einzahlen. Wir müssen doch alle privat vorsorgen. Das geht doch gar nicht anders. Wir brauchen doch eine Interessengleichheit mit dem Bürger, mit den Wählern, weil wir doch ansonsten überhaupt gar nicht die Probleme verstehen. Die Politiker, die sind da teilweise... Wenn man die auch so reden hört, das ist teilweise körperverletzend. Ich muss ja leider da vorne in der ersten Reihe sitzen. Ihr könnt froh sein, dass ihr in den Ausschüssen teilweise seid.
In Klammern, die Fraktionsvorsitzenden sind nicht in Ausschüssen. Das heißt, wir können uns dann teilweise nicht in die Facharbeit und in die Ausschüsse reinfliehen, wo man auch noch mal ein bisschen Gehirnschmalz damit in die Materie reinbringen muss. Nein, wir müssen uns das alles komplett, die ganze politische Breitseite antun. Und das ist teilweise schon sehr körperverletzend. Also wir sitzen da wirklich in der ersten Reihe und gucken uns da manchmal an und sagen einfach nur noch, meine Güte. Also wirklich. Und auch teilweise diese Redebeiträge. Für den einen oder anderen, der auf Phoenix den Bundestagsdebatten mal folgt. Also ich habe mir angewöhnt, in so einem kleinen Büchlein, da sind nämlich alle Lebensläufe drin von allen Abgeordneten. Und sobald dann jemand da vorne steht, gebe ich mir das Büchlein raus und gucke mir erstmal die Vita an. So, und das ist immer ganz interessant, dass in manchen Fällen, doch ich sage jetzt einfach nur manche, ich sage nicht viele oder die meisten, ich sage manche. In manchen Fällen es doch tatsächlich so ist, dass da Abgeordnete da vorne am Rednerpult sind, die erstmal überhaupt gar nicht in dem Bereich, über den sie eigentlich sprechen, studiert haben, was aber jetzt nicht schlimm ist, aber wenigstens auch Arbeitserfahrung da gesammelt hätten. Das heißt, die wissen überhaupt gar nicht, wovon sie reden. Und das merken sie. Und das meine ich mit körperverletzend. Die Leute haben teilweise überhaupt gar keine Ahnung vom Subjekt, über das sie referieren. Und das ist wirklich unterirdisch. Und darum sagt die AfD auch ganz klar, wir müssen insgesamt mal den Bundestag verkleinern. Warum muss das deutsche Parlament das zweitgrößte weltweit sein? Warum folgen wir nicht dem Vorschlag des deutschen Steuerzahlerbundes und verkleinern den Deutschen Bundestag drastisch, zusätzlich mit der Forderung, dass auch die Politiker und die Beamten privat vorsorgen müssen. Und ganz ehrlich, wenn es nach mir persönlich ginge, das Berufspolitikertum abzuschaffen und nebenher arbeiten zu gehen, das muss doch möglich sein. Wir haben es eben schon gehört, Herr Röll hat das schon so ein bisschen dargelegt, so das Klima, für das wir gesorgt haben, seitdem die AfD im Deutschen Bundestag ist, gibt es etwas hitzigere Debatten, obwohl das überhaupt gar nicht nötig wäre. Ich verstehe da auch manchmal die anderen Abgeordneten nicht, aber es ist schon verständlich, dass so jemand so mit so einem intellektuellen Horizont wie ein Anton Hofreiter, der dann fast vom Stuhl runterfällt, oder dieses Gesicht, was er dann immer zieht, wenn sie sich als Bundestagsvizepräsidentin hinter dem Plenum dann hinsetzt, Claudia Roth, wenn die dann, ich habe immer die gleiche Reaktion, wenn ich diesen Namen sage. Ich finde das ganz interessant. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber selbst Claudia Roth hat doch anerkennend, ich glaube, das ist im November, Dezember ist das gewesen, hat sie doch von sich gegeben, ja, also mit dem Einzug der AfD. Die sind immer da, die sind so vollzählig, sitzen die da. Und verdammt nochmal, wir müssen alle jetzt mehr arbeiten, seitdem wir da drin sitzen. Und da muss man doch einfach sagen, meine Güte, was tun ihr uns leid, dass ihr jetzt mehr arbeiten müsst, seitdem wir da drin sitzen. Denn wir nehmen den Job als Politiker, als Volksvertreter verdammt nochmal sehr ernst. Und die anderen haben auch im Bundestag zu sitzen. Auch hier haben wir mal einen Antrag eingebracht. Wir fragen uns immer, meine Güte, wo sind die denn alle hin? So viele Ausschüsse tagen gar nicht parallel. Und dann stellen wir einfach mal so zwischendrin die Beschlussfähigkeit des Bundestages fest. Das ist auch ein lustiges Spielzeug. Mittlerweile hat die SPD ja auch einen Schichtenplan gemacht, wer wann irgendwie im Plenum zu sein hat. Also zwischen Kaffee trinken, Kuchen essen, Plenum, Ausschuss, rumsitzen, im Sessel sitzen, Nahles zuschauen, keine Ahnung. Ein Schichtenplan. Das stimmt ja wirklich. Die SPD hat einen Schichtenplan für die Abgeordneten gemacht, damit das nicht so doof aussieht, dass dann eben leider dann keiner mehr im Plenum sitzt. So ist es ja am Anfang gewesen, bis wir dann immer wieder die Beschlussfähigkeit des Bundestages festgestellt haben. Und seitdem haben die unwahrscheinlich viel Stress und brauchen eine Mindestpräsenz ihrer Fraktion im Bundestag. Und dafür haben wir eben auch gesorgt. Und wir haben einen Antrag gestellt, wurde natürlich wieder abgelehnt, so wie alle unsere Anträge. Das ist ja besonders lustig.
Vor allem, weil wir uns das ja auch merken und der Bürger merkt sich das ja auch. Wir haben ja einen Antrag gestellt, mal die Sitzungswochen, die Arbeitssitzungswochen in Berlin auszuweiten. Das war, glaube ich, eine Diskussion. Donnerstag nach Mitternacht ist das, glaube ich, gewesen, zwischen 24 Uhr und 1 Uhr. Ich wusste gar nicht, dass da noch irgendwie so eine Thermik, so eine gute Stimmung im Bundestag entstehen kann bei unserem Antrag, dass doch bitte schön die Abgeordneten mehr arbeiten sollten. Und der wurde natürlich abgelehnt. Also das haben wir alle schon eingebracht, eben auch die Sitzungswochen in Berlin auszuweiten, dass die Abgeordneten die Möglichkeit haben, nicht die Ausschusssitzung während der Plenumsdiskussion zu haben, sondern eben auch versetzt, dass man in die Ausschüsse gehen kann, in die Arbeitskreise gehen kann und in den Bundestag. Wurde abgelehnt, wir haben es versucht, wir bleiben aber dran. Nichtsdestotrotz haben wir die Mindestpräsenz der anderen Parteien auch mit angehoben, denn das hat dieses Land eben auch verdient, dass sich jede Fraktion da auch mit Arbeitseifer reinstürzt, wenn sie dann nicht gerade auf der Lifeline irgendwie rumsitzt mit dem vollen Monatsgehalt eines Abgeordneten, wie drei Abgeordneten aus dem Bundestag, die dann plötzlich bei der Seenotrettung vorstellig wurden. Da muss man sich auch fragen, was sie sich eigentlich denken, was so Abgeordnete den ganzen Tag tun müssen. Aber auch das, damit muss man eben umgehen. Und das sieht man eben auch in den Umfragewerten. Das wird gutiert und zwar hart negativ. Und die AfD ist die einzige Partei, die eine steigende Tendenz hat. Wir haben angefangen beispielsweise im November mit einem Antrag zur Einhaltung der europäischen Verträge. Im Dezember haben wir die Einhaltung oder die Grenzsicherung und Grenzkontrollen der deutschen Außengrenzen gefordert. Dann, Herr Spahn hat das ja gerade auch schon ausgeführt, haben wir im Bundestag thematisiert, die neuen Grenzwerte eben auch mit abzulehnen, die aus der EU gekommen sind. Da waren wir die einzige Fraktion, die das mit abgelehnt hat. Das war ein Riesentheater im Bundestag, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Also de facto hat man da ja eigentlich die Abschaffung des Verbrennungsmotors ab dem Jahr 2021 hat man dort beschlossen. Und das Ganze ist völlig untergegangen. Wir haben einen riesen Wirbel gemacht und Dirk, du kannst dich noch daran erinnern, wir standen vor den Kameras, wir haben da so eine halbe Pressekonferenz gegeben, dann nochmal eine Presseerklärung, eine riesige Diskussion mit viel Tamtam im Bundestag und was glauben Sie, es war an einem Freitag, was glauben Sie, was danach passiert ist? Es wurde nirgendwo erwähnt, es ist nichts passiert. In den Leitmedien, Print und Fernsehen wurde diese Debatte, wurde das, was dort im Bundestag durchgewunken wurde, nicht mit einem Wort erwähnt. Und das ist der ganz große Skandal, was sich die anderen Parteien, aber auch hier, ein klares Medienversagen, auch die Medien in ihrer Funktion der Transparenzausübung geleistet haben. Das ist ein Fanal und wir werden davon hören. Herr Spahn hat es ja eben schon gesagt, das läuft jetzt erstmal. Wir konnten es leider nicht verhindern. Aber die Bürger, die werden frühzeitig aufwachen, wenn das nämlich durchschlägt und man dann den Abgeordneten in ihren Wahlkreisen dann eben auch sagt, wer das verbockt hat. Und das wurde nämlich dieses Jahr, im Jahr 2018, verbockt im Deutschen Bundestag. Und die AfD-Fraktion ist die einzige gewesen, die dagegen ihr Veto eingelegt hat. Und das merken sich die Leute sehr genau. Und als letztes Instrumentarium haben wir uns mal die Regierung direkt vorgenommen. Und zwar haben wir das Versprechen, was einst Seehofer angedeutet hatte, und zwar gegen die Herrschaft des Unrechts vorzugehen. Das haben wir umgesetzt mit einer Organklage vor dem Bundesverfassungsgericht. Und zwar haben wir die Regierung angeklagt gegen die Dublin-III-Regelung verstoßen zu haben.
Und da wollen wir doch auch mal gucken, was dabei rauskommt. Die AfD-Bundestagsfraktion hat hier auch in kürzester Zeit geliefert. Und ich kann Ihnen sagen, wir werden weiter liefern. Wir haben die Anträge, die wichtigsten Anträge bereits geschrieben. Die sind schon fertig. Wir können das gesamte Jahr über, vor allen Dingen in den Landtagswahlen und dann auch im Superwahljahr nächsten Jahres, zusammen mit der Europawahl können wir punkten. Sie können sich darauf verlassen. Wir haben hoch engagierte Abgeordnete. Die Arbeit macht enorm viel Spaß. Ja, wir stehen mitten im Gegenwind, aber das tun wir alle zusammen. Die Risse gehen teilweise durch unsere Familien, durch Freundeskreise, wenn wir unser Engagement für die AfD offenbaren. Also da geht es uns nicht anders als Ihnen allen. Also lassen Sie uns zusammenstehen. Wir sind eine Mannschaft, denn der Einzelne ist immer nur so gut wie das Team, wie die Mannschaft, wie die Partei zusammen. Und lassen Sie uns das zusammen durchstehen. Wir gehen nach vorne. Wir sind jetzt bei 17,5%, Tendenz steigend. Mit unserer aller Hilfe wird das alles noch besser. Und ich ende jetzt an dieser Stelle, denn es ist immer ganz schön, eine Frontbeschallung zu geben. Aber es ist viel interessanter, wenn wir Frage und Antworten stehen, denn dafür sind wir auch gewählt worden. Schießen Sie gleich los. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld. Danke. Was soll ich jetzt da dazu sagen? Ich versuche es aber trotzdem ganz kurz und prägnant. Sie können mir sagen, ob ich recht gehabt habe, in wenigen Worten zusammenzufassen. Alice Weidel, wie wir sie kennen, Alice Weidel, wie wir sie mögen und Alice Weidel, wie wir sie lieben. Stimmt's? Also. Ich habe mich natürlich gefreut, dass Alice Weidel sich auch diesen 7. August letzten Jahres gemerkt hat. Es war auch so Folge heute. Aber es kann sein, merken Sie sich mal diesen Datum. Wir haben heute den 21.7. Es kann sein, dass Sie bald, gar nicht so weit entfernt, jemanden erzählen können. Damals waren wir noch im Häuslerforum, im Häuslersaal. Er ist relativ klein. Heute darf ich in die Schleierhalle. Wenn dann nämlich die nächste Bundeskanzlerin Alice Weidel heißt, dann werden wir zeigen, was alles möglich ist. Nein, also ich meine das so, ich meine es genau so. Und erinnern Sie sich dran, aus was das entstanden ist. So, Sie wissen, wir haben immer eine gute Tradition, es dürfen Fragen gestellt werden. Ich habe nur vorab eine Bitte. Wir haben ja gesagt, wir hören um 20.45 Uhr auf. Also wenn Sie Fragen stellen, bitte machen Sie keine Statements, stellen Sie die Frage, weil hinter Ihnen kommen auch noch Leute, die was fragen wollen. Geben Sie denen auch eine Chance. Das wäre schön. Jetzt noch eine Bitte. Ich bin nicht mehr so flott, wenn ich das sehe, dass ich von einem Block zum anderen wetze. Ich würde daher Michael Milch bitten, sich ein Mikrofon zu nehmen und auch ein Block hier. Ich nehme das Grüne, du nimmst das Rote, du nimmst den einen, ich den anderen Block. Dann geht's auch zügiger vorwärts und wir beginnen durch Handzeichen. Marc Bernhard wird auch ein bisschen gucken, wer als nächstes dran ist, weil unten haben wir schlecht den Überblick. Aber bitte auf Fragen beschränken. Ich danke Ihnen im Voraus schon mal ganz arg. Danke. Ich glaube, der erste Herr war da dort. Ja. Hallo, erstmal danke für Ihre Arbeit und dass Sie hier waren an das AfD-Präsidium. Ich habe einen Zeitungsbericht gelesen in Handelsblatt der
Jens Weidmann, unser vom Bundes, Bundesbankpräsident, hat die Bundesregierung gewarnt vor einem Konjunkturabschwung und die EZB könnte nicht gegensteuern, weil die Zinsen ja schon so tief sind. Das könnte doch eine wirklich große Katastrophe für Deutschland sein und würde das System Merkel offenlegen, wie katastrophal diese Politik ist. Wie sehen Sie das? Danke für Ihre Antwort. Willst du? Oder? Gut, ein wenig die Frage. Naja gut, die Situation ist ja die, wenn wir das einfach mal so sehen, die wirtschaftliche Situation ist in Deutschland momentan sehr gut, ja. Aber es ist auch klar, dass es auf Dauer so nicht weitergehen kann. Es ist klar, es gibt immer, selbst wenn nichts passiert, gibt es immer Auf und Ab. Und wir haben jetzt auch die größten Steuereinnahmen überhaupt und investieren nichts in die Zukunft. Wir verbrauchen alles. Ich meine, allein letztes Jahr 50 Milliarden für Flüchtlinge, vor 3 Wochen 54 Milliarden für Griechenland ausgegeben. 54 Milliarden, man muss sich das einfach mal überlegen. 54 Milliarden. Der ganze Bundeshaushalt hat 370 Milliarden, die ganze Bundeswehr hat rund 40 Milliarden. Und natürlich ist es so, dass die Zinsen, die wir momentan haben, für unsere Wirtschaft nicht gut sind. Die sind viel zu niedrig. Für uns sind die viel zu niedrig und die helfen uns nicht. Das billige Geld hilft uns nicht, weil sich natürlich auch Investitionen nicht mehr unbedingt lohnen. Viel schlimmer als für die Wirtschaft ist ja die Niedrigzinspolitik für ihre Renten. Sie können ja gar nichts sparen. Sie können ja für ihr Alter gar nicht vorsorgen. Also, Sie müssen sich das überlegen. Also in der Rentenkasse, das sinkt das Niveau auf 43% bis 2030. Sie selber können nichts sparen. Auch bei Ihrer Betriebsrente wird nichts großartig übrig bleiben. Also ich war ja selber Geschäftsführer von einem größeren mittelständischen Unternehmen die letzten Jahre, bevor ich im Bundestag bin. Und wir mussten jetzt aufgrund dieser Niedrigzinspolitik, wir hatten bisher mit 3-4% kalkuliert bei der Betriebsrente. Und jetzt sind wir bei Null. Wir mussten diese jetzt kappen, sonst hätten wir jedes Jahr 20 Millionen Euro bezahlen müssen. Also die hätten wir uns gar nicht leisten können, wir wären pleite gewesen, in 10 Jahren pleite gewesen, wenn wir jetzt nicht umgestellt hätten. Aber das Ergebnis ist, dass die Mitarbeiter jetzt, wenn sie 65 sind, nur noch die Hälfte bekommen. Also das ist die Entwicklung. Und natürlich ist es so, dass wenn wir uns Target 2 zum, die ganze wirtschaftliche Situation in Europa, wird ja gesagt, wir exportieren, ich muss ein bisschen kürzer machen, sonst kommen die nächsten Fragen nicht dran, aber im Endeffekt, die Target 2 Salden, mit denen wir ja im Prinzip unseren Export selber finanzieren. Ich will Ihnen nur noch das Beispiel sagen. Wir sagen ja immer, wir profitieren alle von Europa. Aber Target 2 funktioniert folgendermaßen. Vom Euro meine ich. Wenn ein griechischer Fabrikant eine Maschine kaufen möchte in Deutschland, dann geht er zu seiner Hausbank. Die Hausbank sagt ihm, sie hat kein Geld. Dann geht die Hausbank zur griechischen Notenbank, die hat auch kein Geld. Dann sendet die griechische Notenbank eine Anweisung an die deutsche Bundesbank, das Geld dem Fabrikanten oder der Hausbank des Fabrikanten zu überweisen, damit er von dem Geld der deutschen Bundesbank sich in Deutschland die Maschine kaufen kann. Und diese Forderungen sind zwischenzeitlich auf fast 1.000 Milliarden Euro angestiegen. Das heißt, Geld, das nie zurückbezahlt wird. Fakt ist, wir zahlen einen ganz großen Teil unseres Exports in die Eurozone selbst. Und natürlich kann das auf Dauer nicht gut gehen. Das ist ein Schneeballsystem und das muss sofort beendet werden. Okay, dann war der Herr dort hinten. Ja, wir haben vieles und Erschreckendes über die katastrophalen Auswirkungen der Politik der schon länger Regierenden gehört. Und man fragt sich eigentlich nur, warum stehen wir erst bei 17,5 und nicht schon bei 25% und die CDU immer noch bei 30%. Die Antwort können Sie sich selber geben, wenn Sie abends um 7 oder um 8 Uhr das Fernsehen gucken. Nach wie vor wird einem da linksgrüne Propaganda ins Gehirn geträufelt. Die AfD wird konsequent ausgegrenzt und diffamiert. Und gerade kam viel von der Frau Dr. Weidel auch schon das Stichwort Medienversagen. Genau das ist es. Und meine Frage an Frau Dr. Weidel eigentlich in erster Linie, sind wir wirklich nicht in der Lage, in Deutschland wenigstens einen freien, konservativen deutschen Fernsehsender auf die Beine zu stellen?
Okay. Ja, also, wenn Sie das Geld haben, sehr gerne. Das meine ich ernst. Ah ja, was 20.000 wollen Sie gleich in den Topf werfen? Machen wir Crowdfunding, okay. Also, Sie haben ja völlig recht. Einen konservativen Sender, ja, da müsste man erstmal einen vernünftigen Programmchef finden, der da ein vernünftiges Programm rausmacht. Aber wir haben in Österreich, haben wir die FPÖ. Die FPÖ hat das sehr gut gemacht mit FPÖ-TV. So. Wir haben das Gleiche jetzt auch im Aufbau. Das ist aber Sache der Partei im Übrigen. Das muss man immer unterscheiden. Das ist ja jetzt hier die Fraktion. Und die Partei könnte sehr wohl AfD-TV gründen, das hat sie auch schon gemacht. Und das Ganze braucht natürlich Zeit, bis das Ganze visibel wird. Einen Privatsender zu gründen, das sind natürlich nochmal ganz andere Dimensionen. Kann man drüber nachdenken, sollte man auch tun, das mal ausrechnen. Das hat die Partei nicht gemacht. Also ich bin im Bundesvorstand auch nur Beisitzerin, ich bin hier nicht Bundessprecherin, ich stehe jetzt hier als Chefin der Fraktion vor Ihnen und das ist nicht Aufgabe der Fraktion, einen Fernsehsender zu gründen, das darf sie nämlich dann auch gar nicht. Aber ich gebe das gerne mal dann auch mit rein, dass man ja neben AfD-TV, also ein Online-TV-Kanal, mal darüber nachdenkt. Aber ich muss Sie auch gleich enttäuschen. So schnell wird das nicht passieren, das ist ganz klar. Fällt euch noch irgendwas ein dazu? Nur spielen zu lassen, ob wir nicht Menschen zusammenbringen, die das Geld haben und die das Know-how haben. Ja, dann reden wir natürlich über was ganz anderes. Ein Vehikel, um so etwas vielleicht auch mit anzudenken und unsere Reichweite zu erhöhen, ist beispielsweise eine parteinahe Stiftung. Und es ist ja auch mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass ich mich genau aus solchen Gründen, um junge Menschen auch mit zu erreichen, um eine größere Reichweite zu haben, eine parteiunabhängige Stiftung, also eine parteinahe Stiftung wie auch immer sie letztendlich heißen mag, Desiderius oder Gustav Stresemann, das weiß man letztendlich noch nicht, aber wir haben auf dem Bundesparteitag uns für eine Stiftung entschieden, im Mantel der Desiderius-Stiftung, und das halte ich für enorm wichtig, weil wir dadurch neben der Parteiarbeit, natürlich durch die Bildungsarbeit, die dadurch entstehen kann, eine viel höhere Reichweite haben, auch an junge Menschen herantreten zu können, beispielsweise auch in Bildungsprogrammen, in Stipendienvergaben. Das ist auch ein ganz wichtiger Baustein, den wir brauchen, neben einer medialen Präsenz, gebe ich Ihnen völlig recht. Mein Name ist Reinhard Prölz, ich komme aus Schwäbisch Gmünd. Frau Weidel, ich habe Sie dort auch persönlich kennengelernt im Rahmen Ihrer Vorstellung. Jetzt habe ich folgende Frage. Demografischer Wandel. Ein Riesenthema, was wir in der Gesellschaft neu diskutieren müssen, wie wir mehr Kinder bekommen. Der Zynismus mit den Flüchtlingen ist unerträglich, dass wir sozusagen farbige Kinder hier aus Afrika anstelle der eigenen Kinder gutheißen. Das Zweite ist der Kulturbereich. Ich bin Architekt. Wir brauchen in der Gesellschaftsdebatte auch wieder die Rückbesinnung auf alte Grundwerte. Und ich glaube, da muss man auch mehr tun. Das Dritte und Letzte, habe ich es vergessen. Das war mehr ein Statement als eine Frage, oder ist eine... Nee, es war eigentlich eine Aussage. Also die Frage nach der demografischen Entwicklung allgemein.
Also die Frage nach der demografischen Entwicklung, das wissen wir ja alle. Seit Jahrzehnten kennen wir das demografische Problem. Die Alterspyramide ist suboptimal. Wir haben zu wenig Kinder. Ich muss Ihnen aber auch sagen, mir ist es völlig egal, welche Hautfarbe Kinder haben. Nur damit Sie das, damit das klar ist. Solange man sich positiv, ja, Sie schütteln mit dem Kopf, muss ich hier wirklich klarstellen, mir ist das völlig egal. Solange diese Menschen sich positiv in unsere Gesellschaft mit einbringen, ist das doch völlig egal. Und es ist einfach so, das ist meine Ansicht, darum brauchen wir auch eine qualifizierte Zuwanderung, die wir eben nicht haben. Aber wir brauchen auch eine vernünftige Familienpolitik. Und das ist auch Programm der AfD. Eine Familienpolitik zur Stabilisierung der ersten umlagefinanzierten Rente. Wir haben ja insgesamt drei Säulen in einem Rentensystem. Die erste ist eine umlagefinanzierte, die zweite und die dritte sind kapitalgedeckte Säulen, die betriebliche und die private. Zur Stabilisierung der Umlagefinanzierung brauchen wir eine günstige demografische Entwicklung, um überhaupt das Rentensystem zu stabilisieren. Da habe ich über das Sozialversicherungssystem noch gar nicht gesprochen im Allgemeinen. Und da sind unsere Vorschläge ganz klar, wir müssen Familien entlasten. Das heißt, wir brauchen ein Familiensplitting-Modell, das beispielsweise große Familien mit Kindern vielleicht auch komplett steuerfrei gestellt werden. Warum kann eine Familie ab drei Kindern nicht komplett von der Einkommensteuer befreit werden? Da meinen Sie mal, wie das in diesem Land hier brummen würde. Also das wäre doch mal eine ganz gute Alternative. Aber Applaus nachher. Das ist das Erste. Das Zweite ist die Anrechnung von Erziehungszeiten auf die spätere Rente und Pflegeversicherung. Das ist ein Bundessozialgerichtsurteil. Das wird auch seit Jahren nicht umgesetzt. Da frage ich mich auch, ob der Gesetzgeber pennt. Das fordern wir eben auch zur Entlastung der Familien, um eben diesen sehr ungünstigen demografischen Wandel auch mit aufzuhalten. Und wir haben das in Frankreich eben gesehen. Frankreich hat seit Jahren das Familiensplitting-Modell, da kann man natürlich auch noch sagen, und das stimmt auch, wer bekommt da die Kinder, da bin ich wieder bei Ihnen. Es ist in der Empirie beschrieben und auch belegt, und Thilo Sarrazin hat das auch in seinem Buch beschrieben. Das mache ich aber nicht an der Hautfarbe fest, sondern an der religiösen Ausrichtung. Es ist einfach nur mal so, dass muslimische Familien kinderreicher sind als jetzt deutsche oder französische Familien. Da ist eigentlich das Problem, was wir letztendlich haben. Denn wir brauchen Nachwuchs, der auch später in die Sozialversicherungssysteme einzahlt und nicht das Geld auch mit rauszieht. Und das ist enorm wichtig, dass wir Leistungsträger auch wieder belohnen. Menschen, die Leistung bringen, müssen dahingehend belohnt werden, dass sie entlastet werden vom Gesetzgeber. Also Steuern runter, Steuern vereinfachen, Familien deutlich entlasten und eine ganz familienfreundliche Politik. Das ist eigentlich der Schlüssel für eine vernünftige, demografiefeste Familienpolitik in Deutschland. Ja. Ich würde da ganz gerne noch mal eine Sache ergänzen, die hier gerade in Stuttgart so wichtig ist. Warum haben viele Familien wenige bis gar keine Kinder? Es ist natürlich auch eine finanzielle Frage. Und diese finanzielle Frage, die Wahrheit ist, dass sich die Löhne in Deutschland in den letzten Jahren eben nicht nach oben entwickelt haben, aber sehr wohl die Lebenshaltungskosten. Und wenn wir immer so tun, als wäre das alles an uns vorbeigegangen und hätte nur was mit den Zinsen zu tun. Ja, das ist es. Wir haben auch noch einen ganz anderen Effekt. Das ist das Thema der zunehmenden Deindustrialisierung in unserer Wirtschaft. Hochwertige Arbeitsplätze stellen sicher, dass man sich sehr wohl als Alleinverdiener eine Familie ernähren kann. Von meinen älteren Kollegen war es früher eine Selbstverständlichkeit, dass man, wenn man beim Daimler gearbeitet hat, sehr wohl die ganze Familie ernähren konnte und die Frau gegebenenfalls gearbeitet hat, wenn sie wollte. Wir haben heute die fatale Situation, und das verkauft man uns als Emanzipation, dass die Frauen in den Familien als Vollverdiener mitgerechnet werden müssen, damit es überhaupt noch funktioniert, hier im Großraum Stuttgart sein Leben zu finanzieren. Und das können wir nur in den Griff kriegen, indem wir eben
das Thema Industrialisierung oder auch Arbeitsplätze in der Industrie, hochwertige Arbeitsplätze in diesem Land erhalten. Wir können nicht in diesem Land davon leben, dass wir Dienstleistungen vollbringen. Und das muss uns allen klar sein. Nur Industriearbeitsplätze sichern uns den Wohlstand und langfristig auch das Überleben. Also, ich habe mich gewundert, das wollte ich mal hier zum Ausdruck bringen, dass mal alle das wissen. Ich bin etwas später gekommen, weil es einfach nicht anders ging. Man wird hier so manipuliert. Also nicht bloß eine Lügenpresse, sondern die ganze Polizei manipuliert sie. Und ich frage mich, warum sie sich das gefallen lassen. Ich komme und es heißt, der Saal ist überfüllt, ich dürfte nicht mehr reinkommen. Ja? Und dann musste ich mit Engelszungen auf die einreden und sagen, mein Platz ist ja schon reserviert, der ist frei für mich, schauen Sie mal die WhatsApp an und da ist ein Platz frei. Ich komme hierher und es sind etliche Plätze frei. Wie kommt sowas? Ja? Da muss ich was dazu sagen. Wir haben hier ganz klare feuerpolizeiliche Auflagen. Das ist also kein böser Wille. Sie können sich vorstellen, wir wollen lieber mehr wie weniger Leute hier haben. Aber wir haben die Auflagen, die Damen und Herren, die hier stehen, das sind alle von uns, die dürfen da stehen, aber kein Gast darf stehen. Und in dem Moment, es darf keine Stehplätze geben. Also ich gehe davon, ja, es stehen unten Leute, die zählen mit solchen Klickern. Und wenn sich einer mal verklickt, raus und rein, wird immer geklickt und immer abgeglichen, dann kann sowas mal passieren. Also bestimmt keine böse Wille. Und ich muss eins ganz, nein, man muss eins von mir ganz klar dazu sagen. Wir haben hier in Stuttgart ein sehr, sehr gutes Verhältnis zur Polizei und da sind wir froh drüber und wir freuen uns. Wir freuen uns nicht nur, wir wissen auch, was wir an den Damen und Herren von der Polizei haben. Und wir haben einen guten Umgang miteinander, wir verkehren sehr fair und ich kann von meiner Seite, ich glaube, für die ganze, kann niemand weder an der Stuttgarter, auch vor 14 Tagen in Augsburg, an der bayerischen Polizei irgendwas bemängeln. Sie machen einen tollen Job. Und da möchte ich mal an dieser Stelle vielen, vielen Dank sagen. Guten Abend, mein Name ist Goran Tomic. Danke für alle drei Reden. Ich habe zwei Anmerkungen und eine Frage an die Frau Weidel. Herr Bernhard, Sie waren ein bisschen polemisch, obwohl der Vortrag gut war, weil das Vertragsverhältnis mit den Netzbetreibern ist ein Privatverhältnis, nicht mit dem Staat. Also der Staat ist in dem Fall nur indirekt schuldig. Mir ist aufgefallen im Nebensatz, und das ist allgemein bei der AfD, wird Multikulti negativ konnotiert. Ich finde das ein bisschen schade. Ich verstehe das zwar, weil die Grünen das so forciert haben, was anderes darunter verstehen. Sehr, sehr viele assimilierte frühere Ausländer oder sagen wir mal ausländischer Herkunft, die meisten mit gesundem Menschenverstand sind für die AfD. Das Multikulti ist selbstverständlich. Man läuft Gefahr, diese Leute vor den Kopf zu stoßen. Es geht darum, ob man die Werte und die Regeln akzeptiert, was sie inhaltlich auch oft genug sagen. Ich finde es einfach problematisch, Multikulti negativ zu nutzen. Die Frage an die Frau Weidel. Anmerkung, die Grünen haben auch ein bisschen zugenommen, nur nebenbei. Frau Weidel, ich betrachte Sie als liberal, vielleicht auch ein bisschen libertär. Ich sehe die Gefahr, dass je mehr Macht auf die AfD zukommt, vielleicht die Landtagswahlen, Ministerpräsident, dieser Pathos von einem Herrn Höcke, das ist ein gutes Recht. Wo ist der liberale Geist in der AfD? Das Rentensystem ist ein legalisiertes Schneeballsystem. Ja, da müssen andere Konzepte her. Ich gehe einfach davon aus, dass der liberale Zug immer schwächer wird in der AfD. Wie stehen Sie dazu? Wie sehen Sie da die Aussichten? Das ist in der Außenwahrnehmung ist das, so wie die AfD immer dargestellt werden, nach den ganz vielen Rechtsrutschen, die wir ja seit 2015 hatten. Also wir sind ja
als total rechte Partei gestartet und seitdem ja immer weiter nach rechts gerückt. Also ich weiß gar nicht, wie weit wir eigentlich noch nach rechts rücken können, aber da ist bestimmt noch Luft. Und der liberale Flügel, der freiheitlich-liberale Flügel, der ist komplett marginalisiert. Das sieht man ja auch immer bei uns auf den Bundesparteitagen, wenn man dann eben auch mit sehr klaren Abstimmungsergebnissen da rausgeht. Aber ich gebe Ihnen recht, dahingehend, dass natürlich durch die Medien die Partei immer weiter in der Tendenz nach rechts geschrieben wurde. Das ist die Wahrnehmung. Gebe ich Ihnen sogar recht, das kann ich verstehen, wenn Sie das so sehen. Wenn Sie das jetzt auf das Rentenkonzept rekurrieren, da ist das so, die AfD diskutiert gerade über ein Rentenkonzept. Sie ist 5 Jahre alt. Andere Parteien, die viel älter sind, haben immer noch kein Rentenkonzept und streiten sich darüber und sind sich lediglich einig, jetzt eine Arbeitskommission einzusetzen, die vielleicht in 10 Jahren mal so ein Ergebnis haben soll. Also da sind die Altparteien, das muss man ganz klar sagen. Die AfD hat sich jetzt zum Ziel gesetzt, nächstes Jahr ein rentenpolitisches, sozialpolitisches Programm zu verabschieden. Denn da ist unser Parteiprogramm in der Tat noch lückenhaft. Was wir uns aber auch nicht nehmen lassen, da kommen wieder die verschiedenen Strömungen in der Partei auch mit rein, intern zu streiten. Denn bei uns ist die Basisdemokratie, das ist nicht nur ein Wort, sondern sie wird in einer, finde ich, konstruktiven Streitkultur, wird sie gelebt. Wir diskutieren über verschiedene Konzepte. Sie haben gerade Herrn Höcke erwähnt, der hat ein Konzept geschrieben. Andere Abgeordnete haben auch ein Konzept vorgebracht und das wird jetzt eben in der Partei mitdiskutiert. Ich finde es auch gut, dass es mal öffentlich gemacht wird. Da kommt man auch so ein bisschen mehr Wind in die Debatte auch mit rein, dass dort über Positionen gestritten wird. Letztendlich ist es aber so, in der AfD ist die Verantwortung in den Bundesfachausschüssen. Wir haben Fachgremien, die diese Konzepte mit ausarbeiten. Die sind jetzt damit betraut und dieses Fachgremium, es ist ein Bundesfachausschuss, es ist der Bundesfachausschuss 11, so viele Bundesfachausschüsse haben wir nämlich für verschiedene Fachbereiche, wird in einem Leitantrag dem Bundesparteitag im nächsten Jahr, wird er ein Konzept vorlegen und darüber wird dann eben über alle Aspekte wird dann eben gestritten und das wird auch bestimmt besonders lustig, weil es sehr lebhaft wird, aber soll heißen, es wird rege über Position gestritten. Und wenn Sie in unser Programm schauen, dann sehen Sie schon, dass unser Programm dahingehend, sage ich jetzt mal, sozialpolitisch, aber auch liberal kongruent ist. Denn wir treffen uns an einem Punkt, und das ist die Eigenverantwortlichkeit zu stärken und die arbeitenden Bürger zu entlasten und diejenigen in den Sozialversicherungskassen eben auch zu gutieren, die über Zahlung ihre Prämien geleistet haben, weil ansonsten bricht jedes Sozialversicherungssystem irgendwann mal zusammen, wenn irgendwann zu viele Leistungsempfänger, die nicht eingezahlt haben, in diesem Kassensystem drin sind. Denn es ist ja eben auch ein Verein, eine Gruppierung. Und wenn die Allgemeinheit das nicht trägt, dann haben sie immer ein Problem. So, die Stärkung der Eigenverantwortlichkeit. Darum ist auch die AfD aus meiner Sicht die einzige Partei, die sich für Steuersenkung und Steuervereinfachung mit einsetzt. Die AfD ist doch die einzige Partei, die in ihrem Parteiprogramm drinstehen hat, dass wir gegen jegliche Art von Substanzbesteuerung sind, also gegen die Vermögens- und Erbschaftssteuer, weil Vermögen wurde schon aus bereits versteuertem Vermögen auch gebildet. Und eben, das als letzten Punkt, durch die Entlastung des Arbeitnehmers, also des Leistungsträgers, treffen sich diese Flügel innerhalb unserer Partei. Denn ab einem gewissen Punkt, das wissen wir alle, geht das nicht mehr über mehr Umverteilung. Die Umverteilung, die scheitert genau dann, wenn das Individuum, wenn der Arbeitnehmer über Gebühr mit Steuern und Abgaben belastet wird, so wie das bereits in der Bundesrepublik Deutschland der Fall ist. Und darum setzen wir uns als Gesamtpartei dafür ein, die Steuern drastisch zu vereinfachen und eben auch abzusenken. Das ist unser Programm. Und da treffen wir uns alle. Ja. Ich will vielleicht noch mal kurz zu den Netzbetreibern. Natürlich schalten die Netzbetreiber die
den Strom ab. Aber natürlich, wer trägt die politische Verantwortung? Was zahlen Sie für Ihren Strom? Wahrscheinlich 26, 27 Cent pro Kilowattstunde. Die Herstellung kostet 4. In etwa. Also wenn wir selbst eine Gewinnmarge von 50% draufsetzen würden, die Erzeugungskosten sind nicht das Problem, sondern die ganzen staatlichen Umlagen, die Steuern, die da drauf sind, die EEG-Umlage, die macht das so teuer. Und das ist auch der Grund, warum der Strom in Deutschland etwa 2,5-mal so teuer ist wie in Frankreich. Und genau dadurch, dass der Strom 2,5-mal so teuer ist wie in Frankreich, führt dazu, dass viele Menschen den Strom sich nicht mehr leisten können, dass Strom fast zu einem Luxusgut wird. Und Sie wissen, ich hatte Ihnen das vorher beim Thema des Blackouts gesagt, stellen Sie sich mal vor, Sie haben keinen Strom mehr, was Sie denn dann wirklich noch tun können zu Hause. Sie brauchen Strom zum Heizen, Sie brauchen Strom zum Telefonieren und so weiter und so weiter. Und das ist natürlich das Thema, die politische Verantwortung dafür, dass der Strom so teuer ist, 2,5-mal so teuer ist wie in Frankreich, den trägt direkt die Bundesregierung. Und natürlich trägt die Bundesregierung dann auch die politische Verantwortung dafür, wenn Menschen sich den Strom nicht mehr leisten können, weil es der teuerste der Welt ist und deshalb der Strom abgestellt wird. Und das ist der Punkt und daran werden wir etwas ändern, wenn wir mitregieren werden. Ja, guten Abend. Mein Name ist Jutta Wolf und weil eben die Sprache auf die Rente gekommen ist, habe ich gedacht, das passt jetzt mal ganz gut und es betrifft circa 6 Millionen Leute in Deutschland auch. Es gibt ja private Rentenversicherungen, die man abschließen muss und das also wirklich 6 Millionen Leute in Deutschland auch gemacht haben und mein Mann und ich auch und vor kurzem haben wir uns dann mal damit beschäftigt, wie das ist mit der Auszahlung, wenn wir ins Rentenalter kommen, dann hat mein Mann und mich, uns hat schier der Schlag getroffen, also diese Direktversicherungen werden vom Staat und von den Krankenkassen mit 18% quasi, kann man sagen, abgezockt und das ist, das geht auf ein von der Frau Ulla Schmidt, Ministerin damals 2003, wurde das Gesetz beschlossen, um die Krankenkassen zu sanieren. Und das gilt auch rückwirkend für Verträge, die vor 2003 geschlossen wurden. Und das sind 18% von den Verträgen. Und vor kurzem kam es, glaube ich, in Marktcheck oder in irgendeiner Sendung. Und das Problem ist ganz vielen Leuten nicht bekannt. Die trifft der Schlag, wenn sie kurz vor der Auszahlung stehen und sehen, dass fast 20% ihres ersparten und versteuerten Geldes quasi weg ist, weil der Gesetzgeber nicht an sich halten kann und immer mehr und mehr und mehr holen möchte. Das ist ein Problem für viele Rentner. Und ich denke, wenn Sie das angreifen, da haben Sie einige zusätzliche potenzielle Wähler. Was ich vielleicht kurz hier noch ergänzen darf. Weil mich betrifft die Regelung auch mit dieser Direktversicherung. Und was hier ganz interessant ist, es waren bei mir 15.000 oder 18.000 Euro, die ich zahlen muss. Ich durfte nicht im Gesamten zahlen, die werden monatlich bezahlt in Abschlägen von 90, 95 Euro. Und jetzt ist das Interessante, dass ich die Dame gefragt habe, ja, warum? Da sagt sie, na, sie haben einen großen Vorteil. Da musste ich schon lachen. In dem Moment, wo ich sterbe, muss ich weiter nichts bezahlen. Das ist doch schön. Das ist doch toll. Ja. Haben Sie da was auf der Agenda von der AfD? Ist das bei Ihnen auf der Agenda? Okay. Willst du? Die Problematik mit diesen... Ja. Also die Problematik haben wir auf dem Schirm. Ja, ja. Ja, also ich bin jetzt nicht in dem Prozess der Erarbeitung des Rentenkonzeptes, aber dieses Thema, das wurde schon bei uns in der zuständigen Kommission, wurde das mit aufgegriffen. Das ist bekannt. Im Übrigen waren meine Eltern davon auch mal betroffen. Also von daher ist mir das auch persönlich bekannt und es geht ja vielen so. Grundsätzlich ist aber unsere Grundforderung, dass eine Nachbesteuerung der Renten nicht geschehen darf. Das ist auch eine AfD-Forderung. Das haben wir schon durch Pressemitteilung auch rausgegeben. Das ist jetzt nicht eingebunden in einem vollständigen Rentenkonzept, eben weil es das auch noch nicht gibt. Aber es ist eine Forderung der AfD, dass das nicht sein darf, weil es höchst unsozial ist. Natürlich.
die Dame da hinten. Hallo, Dr. Weidel, ich habe eine Frage an Sie. Und zwar, ich hätte eine Frage, die ich eigentlich an alle Parteien im Bundestag stellen möchten würde. Aber jetzt bin ich halt hier, jetzt stelle ich die Frage an Sie. Und zwar, es scheint einen Gemeinkonsens zu geben darüber, dass qualifizierte Einwanderer hier willkommen sind, die hier die deutsche Sprache beherrschen, die im Arbeitsmarkt unterkommen und so weiter und so fort. So, jetzt aber, ich bin gebürtiger Ungarn. Ich bin Deutscher, ich bin AfD-Mitglied, also gut. Aber in meinem Heimatland Ungarn ist es ein gewaltiges Problem, dass arbeitende Menschen, hochqualifizierte Menschen auswandern ins Ausland, nach Deutschland, England, USA, sonst wohin. Und was ist Ihre Meinung zu diesem Thema, dass Sie zwar qualifizierte Arbeitskräfte willkommen heißen, aber den Ländern, von denen Sie diese qualifizierten Arbeitskräfte abziehen, nicht wirklich was tun können? Und in meinem Heimatland Ungarn ist das nicht nur irgendwie so ein kleines Phänomen, sondern ein gewaltiges Problem. Ja. Das ist in der Tat etwas, was man gerne vergisst, wenn man dann daran denkt, dass man diesen Leuten, die in unser Land kommen, ohne weiteres einen Job gibt. Und da haben Sie vollkommen recht, wir haben das auch gesagt, es ist hochgradig, ich mache das jetzt mal nicht an Ungarn fest, es ist hochgradig unfair gegenüber den Ländern, dass wir ausgerechnet die stärksten und kräftigsten und am qualifiziertesten strebenden Personen hier in diesem Land aufnehmen. Das ist sozial ungerecht. Und deshalb, da muss man auch jetzt ganz vorsichtig sein, da kommt jetzt ein Einwanderungsgesetz, Vorschlag der anderen Parteien. Und natürlich kann es niemals im Sinne eines Einwanderungsgesetzes sein, dass man diese Zahl der Einwanderer quasi nicht limitiert. Und das ist genau das, was in anderen Ländern ja eben auch passiert, um eben diesen Effekt gering zu halten. Natürlich wollen wir in Deutschland Fachkräftemangel ausgleichen, aber mal ganz ehrlich, wir werden den Fachkräftemangel nicht durch Zuwanderung ausgleichen können, zumindest nicht vollständig. Und deshalb, da haben Sie vollkommen recht, es gehört zu einer verantwortungsvollen Politik, dass man eben nicht sich hinstellt und mit dem Arbeitsmarkt Deutschland einen Magneten einschaltet, der Arbeitskräfte aus der ganzen Welt anzieht. Insbesondere eben auch Personen aus Afrika. Diese Personen, die dort eben dringend gebraucht werden in ihren Ländern. Und wir haben ja am Anfang davon gesprochen, dass aus den Flüchtlingsländern Syrien und Irak die ganzen Ärzte, Architekten und Ingenieure kommen. Gut, die sind nicht gekommen. Aber wenn sie gekommen wären, wäre das eine Katastrophe gewesen für diese Länder, weil die wenigen Personen, die dort ausgebildet wurden, hätten dann eben in unserem Land eine Anstellung gefunden und nicht mehr vor Ort. Also Sie sprechen das an, das ist bei uns auf dem Schirm. Wir sind auch nicht diejenigen, die der Meinung sind, dass wir einen unlimitierten Arbeitsmarkt hier in Deutschland aufmachen werden. Haben wir alles auf dem Schirm, ja. Herr Röll, ich hatte jetzt noch drei Personen hier gesehen. Also der Herr hier, die Dame dort hinten und Sie waren die Nummer drei. Also ich weiß nicht, wie die Zeitkontingent ist. Können wir die drei noch dran nehmen, oder? Okay, also der Herr war der Nächste. Ja, mein Name ist Rainer Baumann, ich komme aus Stuttgart. Erstmal auch herzlichen Dank an Sie, Rainer, dass Sie sich auch die Zeit genommen haben, auch jetzt nochmal die Fragen zu beantworten. Ich möchte mich speziell nochmal beim Herrn Bernhardt bedanken, weil Sie vorhin nochmal speziell erwähnt haben, dass Antisemitismus in Deutschland keinen Platz hat. In Stuttgart haben wir eine relativ aktive linksextreme Szene, wie man auch hier an den Schmierereien im Hausflur sieht. Ich weiß nicht, ob Sie es schon wahrgenommen haben. Rassismus raus aus Vereinigen stimmt ja grundsätzlich. Da stelle ich mir die Frage, warum schmieren Sie es aber hier rein? Hier hat es keine Rassisten. Ich bin seit kurzem AfD-Mitglied. Ich habe mir die Partei und die Mitglieder ausführlich angeguckt. Ich habe keinen einzigen Rassisten gefunden, keinen einzigen Antisemiten. Ich darf ja kein Statement abgeben, deshalb die Frage, die kommt gleich. Ich würde mir wünschen, dass die AfD sich regelmäßiger distanziert vom Antisemiten, von Rassisten, auch wenn wir damit kein Problem haben, einfach, dass das nach außen hin ankommt, dass auch die Leute, die da draußen gegen uns hetzen, dass die
vielleicht mal irgendwann hoffentlich ihren Schalter im Kopf umlegen und sehen, das sind ja gar keine Rassisten. Das ist auch ganz interessant. Die AfD macht ja auch für uns Politik. Deshalb meine Frage, ich weiß nicht, ob hier noch die vor allem Stuttgarter Presse vertreten ist. Es wäre schön, wenn Sie darüber berichten, dass es hier keine Rassisten gibt, keine Antisemiten gibt. Deshalb wäre meine Frage an Sie drei, ob Sie vielleicht kurz einfach nochmal ein Statement abgeben können. Jetzt nochmal schön für die Presse hier, dass wir uns davon im höchsten Maße distanzieren. Ja, das ist sehr schön, dass Sie es ansprechen. Das war für mich so selbstverständlich, sage ich Ihnen ganz offen, das war für mich so selbstverständlich, dass wir keine Antisemiten sind, dass ich da gar nicht drüber gesprochen habe. Sie können jetzt, natürlich sollten wir vielleicht auch öfters darauf hinweisen, wir haben aber in Deutschland das Phänomen, Sie können eine rationale Diskussion über Probleme ausschalten, indem Sie der Person, mit der Sie diskutieren, ja, irgendwas mit Steuerhinterziehung, irgendwas mit Kindesmissbrauch oder irgendwas mit Nazitum anhängen. Und dadurch schaffen Sie es, eine Diskussion zu unterdrücken. Ich nehme das nicht mehr persönlich. Ich weiß ganz genau, die Politiker und auch die viele Leute in unserem Land wollen nicht über die Probleme dieses Landes reden. Und deshalb, die ersten beiden Themen funktionieren bei uns nicht als Partei. Und deshalb werden wir eben als Nazis verbrämt. Das ist ein reines Stilmittel, rhetorisches, verbrämtes Stilmittel. Ich nehme es nicht persönlich. Jetzt möchte ich aber die Gelegenheit geben, dass die anderen auch noch was dazu sagen. Gut, ich habe es ja schon deutlich in meiner Rede gesagt. Dem ist nicht viel hinzuzufügen. Aber es ist doch relativ klar, wenn man wirklich im Bundestag schaut, wer setzt sich denn wirklich für den Schutz von Juden in Deutschland ein? Die anderen reden doch nur darüber und sagen immer, da gibt's ganz böse Rechtsradikale, die müssen bekämpft werden. Aber diejenigen, die wirklich Jagd auf Juden in Berlin machen, sind in der Regel keine Rechtsradikalen, sondern sind muslimische Fanatiker. Das ist doch der Fall. Und wir sind die Einzigen, die das offen ansprechen, und wir werden das auch weiter ansprechen. Denn die Juden in unserem Land gehören zu uns. Und wir, wie ich es vorher nochmal gesagt habe, wir werden dafür kämpfen, dass nie wieder ein einziger Jude aus unserem Land fliehen muss. Danke. Kurzes Statement hier noch dazu, weil ganz kurz am Schluss, bevor der letzte Fragesteller drankommt, die Frage nach den Medien ist hier aufgetaucht. Dazu kann ich sagen, so sehr ich mich gefreut habe, dass Sie heute alle da sind, es wurden natürlich auch die Stuttgarter Zeitungen, die Stuttgarter Nachrichten und die Stuttgarter Zeitung eingeladen. Sie sind nicht hier. Denken Sie mal drüber nach, wenn nächstes Mal die Verlängerung Ihres Abonnements ansteht, ob das wirklich noch sinnvoll ist, ob Sie sich informiert fühlen. Ich habe vor einem halben Jahr gekündigt und habe denen einen schönen Brief dazu geschrieben. Hallo, ich habe noch ganz kurz eine Frage zur Einwanderungspolitik. Und zwar sind Sie ja für sehr gezielte Einwanderung. Und ich frage mich, wie wollen Sie unterscheiden, wer jetzt genau in unser Land darf, wer integrationsbereit ist und wer hier seinen Platz hat und wer nicht? Denn ich habe mir die Frage schon lange gestellt und ich finde es sehr schwer, da zu unterscheiden. Ja, das ist in der Tat ein Thema. Wir brauchen beide was dazu. Wir haben einen konkreten Vorschlag. Das Thema Einwanderung muss man nicht neu erfinden. Da gibt es Länder auf dieser Welt, die haben ein funktionierendes Einwanderungssystem mit Einwanderungsgesetzen. Das ist gar kein Thema. Da gibt es Kanada und da gibt es auch zum Beispiel Australien. Da gibt es Punktesysteme und das sind Selektionskriterien, wie Sie sich überlegen, dass ja ein gewisses Kontingent von Leuten, da sind wir wieder bei Ihrem Thema eben, ein gewisses Kontingent von Leuten jedem Jahr ermöglichen, Bürger unseres Landes zu werden. Und wie gesagt, wir haben nicht den Anspruch, die Welt neu zu erfinden. Es ist unser Anspruch, da ein rationales System zu finden. Und so ein Punktesystem funktioniert im Prinzip so, Sie rechnen ganz knallhart aus, so nüchtern muss man das eben machen, aus Verantwortung gegenüber dem Sozialstaat, ist diese Person, die dort kommt, voraussichtlich ein Leistungsempfänger oder ein
Leistungsgeber. Das hat in erster Linie natürlich etwas mit dem Ausbildungsstand und mit dem Alter dieser Person zu tun. Und wenn Sie feststellen, dass der ein Leistungsempfänger ist, dann hat es auch was mit Verantwortung zu tun. Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt. Mit der Verantwortung der Politik von einem Sozialstaat hat es was zu tun, dass sie eben nicht vorwiegend Leistungsempfänger in diesem Land einen Platz geben, um dort integriert zu werden. Das kann nicht sein. Wir haben das eben diskutiert. Wir können nicht unseren Sozialstaat, den Sie alle mittragen und wo einige von Ihnen mittlerweile dran partizipieren in Form von Rentner, den können wir nicht verjuxen. Und deshalb ist es ein rationales System und eine verantwortliche Politik zu sagen, es kommen die Leute in unser Land, die einen wirtschaftlich positiven Beitrag auf jeden Fall leisten. Und so würde das dann aussehen. Wie das genau aussieht, machen wir jetzt hier keinen konkreten Vorschlag. Würden wir uns wahrscheinlich an Kanada oder auch an anderen Ländern wie Australien orientieren. Konkret haben wir Kanada im Parteiprogramm genannt. Also der Dirk hat im Prinzip das Wesentliche schon gesagt. Aber die einfache Formel ist, wenn gesagt, Deutschland, es wird ja gesagt, Deutschland ist ein Einwanderungsland, und wenn man schaut, ja, Deutschland mit die meisten Menschen weltweit jedes Jahr auf, letztes Jahr waren es 1 Million in Summe, dann müssen wir uns aber auch wie ein klassisches Einwanderungsland verhalten, so wie der Dirk das gerade gesagt hat, dann müssen wir uns genauso verhalten. Und eine Sache müssen wir uns wirklich merken. Man kann entweder offene Grenzen haben, oder einen Sozialstaat. Aber beides gleichzeitig funktioniert nicht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das ist der entscheidende Punkt. Jetzt bleibt mir nur noch, mich ganz herzlich zu bedanken. Bedanken bei den vielen fleißigen Helfern, ohne die die Veranstaltung gar nicht möglich gewesen wäre. Zum Beispiel auch bei denen, die bis weit nach Mitternacht noch Plakate aufgehängt haben. Vielleicht ist die Liste jetzt nicht vollzählig, aber ich sage, Andi, Benny, Emil, Henning, Karl Friedrich, Mario, Roderick, Severin und Simon. Vielen herzlichen Dank und ich bitte Sie um einen Applaus für diese tollen Menschen. Ja, natürlich. Einen besonderen Dank geht hier an Andreas Haller. Er ist der Koordinator der Landesgruppe Baden-Württemberg, der im Vorfeld sehr viel für diese Veranstaltung getan hat. Wo ist der Andreas? Da ist er. Ein Applaus auch für Andreas Haller. Ich bedanke mich bei unserem Abgeordneten Dr. Dirk Spaniel. Bei Marc Bernhard. Und natürlich ganz herzlich bei Dr. Alice Weidel. Noch ein paar Worte ganz am Schluss. Ich bitte Sie, bleiben Sie kritisch, lassen Sie sich kein X für ein O vormachen, stellen Sie Fragen und hören Sie erst damit auf, wenn Sie zufriedenstellende Antworten bekommen haben. Lassen Sie sich nicht durch Phrasen abspeisen, es sei zu komplex oder gar alternativlos. Entdecken Sie wieder den früher oft beschworenen, jetzt leider in Vergessenheit geratenen, mündigen Bürger. Wenn der mündige Bürger lebt, dann lebt doch die Demokratie. Vielen Dank, kommen Sie gut nach Hause. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Jetzt Kanal abonnieren und nicht vergessen, Benachrichtigungen aktivieren.